Don't let me go, let me fall. Wish that you would take it all away. Believe in you, I always do. Your beating heart has got me spinning. Show Gorillas und herzlich willkommen zu dem heutigen Tuning-Treffen mit dem Motto Autos in Gold. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich begrüße euch alle im Chat. Grüße gehen raus an Henry, Joeman, Icod, Bennett, Bacon, Devilboy, Skizblax, Asphalt Outlaws, Max, Matthias, Killer LP, Danger Leo, Selim, Lucky 7, was ein Ehrenmann. Hat sich extra eine Playstation gekauft, damit er bei uns die Tuning-Treffen mitmachen kann. Grüße gehen raus an dich. GA Failure, was geht? Alter, die ganzen VIPs sind wieder am Start. Selim, grüß dich. Tomnik ist am Start. Old But Gold. Kann leider nicht beitreten. Vielleicht bei der nächsten Sitzung. Whitebird, was geht? Wozek ist am Start. Jakin, Jim Button, grüß dich. Dennis. Legend, Icod, Johannes, Gorilla Auge, Selim Abi, grüß dich. Dann, wen haben wir noch hier? Bacon ist auch da, Blackjack, Baumstamm, Bacardi, Rani, Jonas, Sarix, Jimmy, Grüße gehen raus.
Hariso, X-Gamer, grüß dich. Nias, Babakusch, moin. Leute, ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt. Und seid bereit für das heutige Tuning-Treffen. Also, wie gesagt, das heutige Motto lautet Autos in Gold. Wie ihr gesehen habt, habe ich gerade meine Motorhaube, musste ich die gerade loswerden, weil die kaputt war. Aber egal. Steve, was geht, Digga? Grüße gehen raus an dich. Michael, was geht? Schön, dass du da bist. So, okay. Also, ich habe eine Bitte an euch, Leute. Wenn so ein paar Akzente schwarz sind, so Dach, ja, so klein Dach oder so, das geht in Ordnung. Aber tut mir einen Gefallen, so richtig große Flächen in Schwarz, bitte nicht. Einfach wirklich versuchen, das Thema einzuhalten. Alles in Gold. Und ich würde sagen, ich gucke mir die Autos jetzt noch nicht an. Ich gucke mir die gleich bei der Waschstraße so ein bisschen an. Zum Beispiel da hinten sehe ich ein Verdeck, was komplett in einer anderen Farbe ist. Und das ist das, was ich eigentlich nicht möchte. Auch vorhin habe ich da hinten einen Bugatti gesehen, wo die Hälfte in Schwarz ist. Das will ich nicht, Leute. Bitte tut mir den Gefallen. Also wenn nur ein bisschen vom Dach wie beim T20 hier in Schwarz oder Carbon ist, ist das nicht so schlimm. Aber am besten den Rest auch in Gold. Dankeschön, Babakus. Kannst du das Video machen, wo man schutzsichere Reifen entfernt? Selim, ich habe nicht gesagt, dass ich ein Video machen werde, wo ich zeigen werde, wie man schutzsichere Reifen entfernt. Weil ich habe sogar selber noch im Video gesagt, dass das viel zu kompliziert ist. Und dass ich denjenigen, der das eventuell gemacht hat und mir gezeigt hat, dass ich den eventuell fragen kann, aber bis ich den wieder irgendwann höre, kann das wirklich Monate dauern. Das ist wirklich, ist so. Björn, Abend, grüß dich. Grüße gehen raus an dich. Schön, dass du da bist, Digga. Heute nicht mit Mini, oder was? Wie viele sind drin? Jumin, Digga, soll ich dir die Frage wirklich beantworten? Eddie, grüß dich. Gorilla, kommt bald ein Drift-Tutorial. Eddie, ich versuche das zu machen. Ich versuche ein Drift-Tutorial für euch zu machen, definitiv. Aber ich denke, vorher kommt ein Tutorial, wie man ein Video auf der Rockstar Editor macht. Kurai, grüß dich. Abi, hast du mein Bild in deiner Story reingetan? Ja, Eiko, Digga. Also, wer so ehrenvoll ist und sowas in seiner Freizeit macht, auf jeden Fall. Das ist das Mindeste, was ich machen kann. Leider nein, okay. Björn, trotzdem danke, dass du da bist. Und nochmal danke für die Unterstützung gestern. Das war echt krass gestern. Vielen lieben Dank. Auch nochmal an Jim Button. Ich habe eure Punkte auf jeden Fall eingetragen. So, nächstes Mal driften bin ich dabei. Gestern war gut. Dankeschön, Lucky Seven. Also, gestern hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben in der letzten Lobby, in der letzten Sitzung haben wir nur noch gedriftet und das verlief eigentlich ganz, ganz gut. Irgendwann waren die Leute einfach nur noch müde und konnten nicht mehr driften und hatten keinen Bock mehr. Übe zur Zeit das Driften, habe Tipps vom Profi bekommen. Jawohl, Grüße gehen raus an Emre. Das hat dir Spaß gemacht, nice, Icott. So, okay. Also ich bin heute hier mit dem Ocelot links. Der Wagen heißt wirklich so. Und ich finde, das ist aber ein sehr, sehr schönes Auto. Den kann man richtig geil tiefer legen. Dann sieht er richtig brutal aus. So, und wir haben hier direkt mal so ein paar Ehrenleute, die hier wirklich wieder Platz machen. Arndt, kennst du mich noch? Boah, Digga, schwierig. Schwierig. Dein Name, ich weiß nicht. Hast du deinen Namen vielleicht geändert? Kann das sein? Ocelot rechts. So, okay. Danger Leo, grüß dich. Schön, dass du auch da bist. Ja, Mann. Also, Jimmy, Grüße gehen auch raus an dich. T20, sehr, sehr schön. Ich war auch am Überleben, diesen Metallic-Style zu wählen bei dem Gold. Aber ich dachte, mir werden wahrscheinlich viele nehmen. Deshalb habe ich diese Brushed Color genommen. Das heißt, so gebürstetes Gold. Tuning Potato. So. Man darf mit Emre nie in einer freien Lobby driften. Der Junge geht in jede Seitengasse quer und ich kam nur knapp mit. Ja, ohne Witz, der Junge, der hat es echt drauf. Der kann wirklich sehr geil driften. Und ich glaube, der ist sogar unser Drifting aktuell. Ah, so habt ihr... Oh, Monte, Grüße gehen raus. Hat das eigentlich geklappt mit den Aktivitäten?
was ich dir geschrieben habe. Lukas Wimluck, ach du Scheiße, war so lange nicht mehr dabei und dein Channel ist richtig gewachsen. Wimluck, ich freue mich, dass du auf jeden Fall am Start bist. Grüße gehen raus an dich. Ich hoffe, du bist gesund. Lange nichts mehr von dir gehört. Björn, gebürstet habe ich auch. Sieht einfach nur geil aus. Okay, ich dachte, okay, wen hast du denn gebürstet? Jonas, habe einen Cross mit Straßenreifen bei GTA von PS3. Noch wegen den Hacken. Okay. Ne, Eismann ist aktuell. Okay. Ist aber auch ein sehr, sehr guter Drifter. So, Johannes, das ist auch sehr, sehr grenzwertig. So, die Seiten sind auch alles in schwarz. Aber solange es schwarz ist, ja. Wollen wir nicht so sein. Erik, Servus Gorilla. Heute nicht lernen, aber dafür rein Stream reinziehen. Danke dir, Erik. Grüße gehen raus an dich. Freut mich, dass du da bist. Nick, ich kann das Verdeck nicht färben, deswegen. Doch, das Verdeck, das kann man färben. Das Verdeck kann man auf jeden Fall färben von dem Cabrio. Gorilla, schon die Crew-Anfragen gecheckt? Adai, nein, habe ich nicht. Oder nee, warte, ich hatte ein paar gecheckt. Ich muss auf jeden Fall nochmal gucken. So, Adri ist auch am Start. Was geht? Simon, guten Tag. Was geht? Herzlich willkommen. Fadio ist die Gang. Grüße gehen raus, Eikons. Rede von der Farbe. Alles andere ist zu früh. Sind ja noch Kinder dabei. Ja, wir meinen ja auch das, was du gedacht hast. So, eigentlich finde ich, Gold ist kitschig, aber wenn hier so alle mit Gold ankommen, das sieht schon richtig edel aus, ne? Oder was meint ihr, Leute? Also, wer von euch hat überhaupt jetzt unabhängig von dem Treffen eigentlich Autos in Gold? Ich glaube, die wenigsten, ne? Die wenigsten haben ein Auto in der Farbe Gold. Extra für das Treffen wahrscheinlich gefärbt. Aber sieht richtig geil aus, wenn alle wirklich Gold haben. So, ich glaube, bei Joker Bra kann man das Verdeck nicht färben. Die Seiten kann man nicht Gold machen. Johannes, bist du dir da sicher? Ich meine mit der Sekundärfarbe. Hab den Deluxe in Gold, okay. Ich habe mein extra für Treffen gefärbt. Ehre. Hab kein goldenes Auto, Jimmy. Hab mir extra zwei gekauft. Lol. Whitebird. Nur eins, okay. Mining LP. Ich ein T20, okay. Kein goldenes Auto gehabt. Okay. Nimmst du Freundschaftsanfragen bei Social Club an? X-Gamer, das Problem ist, ich habe das gleiche Problem im Social Club. Genau wie auf der PlayStation. Da ist die Freundesliste, glaube ich, voll. Deswegen kann ich da, glaube ich, nichts mehr annehmen. Ja, Leute, also an dieser Stelle nochmal. Erstmal an alle herzlich willkommen. Und würde mich auf jeden Fall freuen. Oh, Grüße gehen raus an Konstantin. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like oder ein Abo da lässt. 36 Likes. Und Tomnik haut hier direkt 1 Euro raus. Ich danke dir, Tomnik. Leute, alle mal Hashtag Tomnik in den Chat. Haut hier direkt mal 1 Euro raus. Grüße gehen raus an dich, Tomnik. Für dich direkt mal die Crewkatze. And you be on some hot nigga. Like I talk to shit, I see when I shot niggas. Like you seen. So, Tomnik, du warst heute der Erste und darum kommt jetzt erstmal der Hamster. So, Schuster, Digga. Okay, ist kein Problem, dass du nicht Level 100 bist oder so. Aber das Ding ist, ich kann mir nicht alle Namen merken. Das müsst ihr auf jeden Fall verstehen. Bei so vielen Menschen. Deshalb werde ich dich so benennen, wie du da stehst. So. Wie kann ich denn bei den Lobbys beitreten? X-Gamer, du bist doch in der Crew jetzt, oder? So. Meine PS4 läuft einfach gerade über Handy-Hotspot, weil WLAN zu kacke ist. Nee, echt jetzt? Alter Jimmy, du musst mir mal sagen, wie viel Datenvolumen das verbraucht. Gorilla, ich arbeite gerade an einem Carpon GTA. Nice, Adri, sehr, sehr schön. Ich habe in GTA 1,8 Millionen Dollar. Was soll ich mir holen? Ja, komm drauf an, was du suchst. Suchst du ein Auto für Races oder suchst du eher Auto für Tuning-Treffen? Am besten über Crewmitglieder beitreten. Ganz genau, Kiekreis, das geht auf jeden Fall klar.
So, Bacardi, auch richtig nice. Für Tuning-Treffen. Okay. Bugfish, du hast aber auf jeden Fall das Crew-Auto, ne? So, falls du das Crew-Auto schon hast, ich weiß nicht. Ich persönlich, ich würde mir die Banshee holen zum Driften. So. Und da haben wir Maverick. Auch richtig Oldschool-Style. Und auch wieder hier alles in Gold. Sehr schön. Selbst die Felgen, richtig nice. Die Felgen gefallen mir von dem gefallen mir von den Bennys Felgen irgendwie am besten, Leute. Kapital Mirai, hallo, grüß dich. Also ich würde mir auf jeden Fall die Banshee kaufen, damit ich mit dem Ding einfach ein paar Drifts ziehen kann. So, okay, und Tempesta ist natürlich auch ein richtig geiles Auto. Im Endeffekt, wenn wirklich, wenn du kein Auto, wenn ich das nicht... Ey, Björn. Digga. Auf 1 folgt 2. Ey, Leute. Ey, Björn, ohne Witz, vielen lieben Dank. Ehrlich, ich danke dir. Wirklich, also der Björn, der hat gestern so viel rausgehauen. Und jetzt haut er hier wieder raus. Ich danke dir, Björn, vielmals, wirklich. Für dich, die Crewkatze. Also ich muss schon sagen, früher ist der Chat richtig ausgetickt. Oh, Monte ist auch am Start, was geht? Leute, zeigt mal ein bisschen Ehre dem Björn, der hat hier Geld rausgehauen, genauso wie Tomnik, die mich hier damit auch natürlich unterstützen. Dafür gibt es jetzt erstmal den Crewvogel. Also ich muss sagen, Kiekreis, das Auto gefällt mir sehr, sehr gut. Der Reaper, richtig geil. Also Björn, vielen lieben Dank nochmal für 5 Euro. Hab deine Punkte natürlich gestern auch eingetragen. So. Okay, Monte, konntest du das Verdeck nicht hier von färben? Oder du fährst einfach offen. Das geht auch. Du musst nur gucken, wenn es nachher regnet. Hab eine Crew-Anfrage geschickt. Okay, ich guck gleich nochmal rein. Gorilla, bald OnePlus im Frugan. Ja, Jimmy, du hast mich ertappt. Ja, du hast mich ertappt. Leute, das ist so krass. Das ist wirklich so krass. Du schreibst bei jemandem, du guckst, guck mal, ich gucke ein YouTube-Video, ja? Und ich gucke den gerne so hier. Das ist jemand, der stellt Handys vor oder immer so Technik-Sachen und ich bin ja so ein bisschen technikverrückt. So, und der hat heute ein Smartphone vorgestellt. Woran ich eventuell Interesse habe, weil ich suche ja, ich hatte das ja immer irgendwann mal gesagt, dass ich eine Alternative zu meinem iPhone suche, weil ich keinen Bock mehr auf das iPhone habe und mir ein Android wiederholen möchte. So, und dann habe ich einfach nur eine Frage unter den Kommentaren geschrieben und wer antwortet mir, es ist Jimmy, aka Tuning Potato, und ich weiß nicht, Digga, also... Ich find's irgendwie krass, so, dass man sich da unter den Kommentaren von irgendjemand anderen trifft. Also Grüße gehen raus an dich. Ey, und Grüße gehen auch raus an Johannes, der hier direkt seine Mitgliedschaft verlängert. Vielen lieben Dank. Leute, alle mal Hashtag Johannes in den Chat. Vielen lieben Dank, Johannes. Grüße gehen raus an dich. Und danke für deine Mitgliedschaft. Leute, alle mal Hashtag Johannes in den Chat. Und ich krieg hier Schläge. Ey, lass mich mal in Ruhe, was habe ich denn getan? So, Johannes, der steht auch gerade neben mir. Grüße gehen raus an dich. Vielen lieben Dank für deine Mitgliedschaft. Mach Facecam und du wirst im McDonald's erkannt. Nee, Simon, ich bin immer im Drive. Und komm dann auch in den Discord und ihr seid unter anderem bei der ersten Sitzung dabei. Das stimmt, Jim. Das stimmt.
Im Discord bekommt ihr immer als erstes Bescheid, beziehungsweise da kündige ich immer als erstes an, direkt nachdem ich die VIPs benachrichtigt habe. Ja, Leute, irgendwo muss ja der Vorteil für die VIPs sein. Und hier ist einfach der Vorteil, dass die immer als erstes Bescheid bekommen, wann ich die Sitzung eröffne und was für ein Thema dran ist. Und somit hat man die Garantie, wirklich in der ersten Lobby direkt mit dabei zu sein. Ist kein Muss. Ist freiwillig, ihr unterstützt mich einfach damit und natürlich kommt ihr dann auch in meine FL und könnt mir so easy peasy beitreten. Yogi, yo, replace. Hey, kann man dir irgendwie in die Lobby joinen? Ja, das kann man. Du musst Mitglied in der Crew sein. Boah, richtig geil, Jim. Richtig nice. Sieht richtig gut aus, ehrlich. Hammer. Sehr, sehr schön. Ehre. So, hier der Diamond, der sieht auch richtig geil aus. Die Farbe steht dem Wagen einfach. Die Felgen, ich weiß nicht. Die sehen schon brutal aus bei dem Wagen, Björn. Aber ich weiß nicht, das passt doch, das passt schon, ne? Das passt schon. Das Ding sieht einfach nur fett aus, ohne Witz. Und schön gebürstet. Grüße gehen raus, im schwarzen Anzug. So, Edda, ich schreib's auch nochmal rein. VIP sowie Spenden sind freiwillig und kein Muss. So sieht's aus. Boah, und Reinmann. Was denn hier? Wann soll ich denn hier neu starten? Ich kann jetzt hier gerade nicht neu starten. Ich mach mal so um 23 Uhr. So, okay. Der wollte knallen, dass ich neu starte. Lol. So, darf ich fragen, wie man in die Crew rein kann? Natürlich darfst du das fragen. Der erste Link in der Videobeschreibung. Einfach das Video komplett anschauen. Da wird dir erklärt, wie du hier reinkommst. Lila Launebär, grüß dich, was geht? Wollte gerade auch spenden, aber falsche SIM im Handy. Alles gut, Jimmy, Digga, danke dir. Vielen lieben Dank. Lass ein Like und ein Abo da. Danke dir, Henry. Ja, ohne Witz, Leute. Also, wenn ihr mich auch... Also, ich meine, okay, nicht jeder kann spenden oder muss spenden, aber das Mindeste, was man tun kann, wenn man mich wirklich unterstützen will, einfach mal ein Like da lassen. Boah, und das sieht richtig nice aus mit den Felgen. Ey, das hat wirklich was. Ohne Witz, mit dem Muscle Car in Chromfelgen und dann noch die Beschriftung von den Muscle Cars, das sieht richtig geil aus. Spoiler hätte ich vielleicht weggetan, aber der Rest, Baba. Lohnt sich der D-Class Hot Ring Saber? Der Hot Ring, der lohnt sich meiner Meinung nach. Unknown Legend auch richtig, richtig geil. Auch die Felgen und so. Nice. Geiles Kennzeichen, Ehrenmann. Sehr schön. Also ich finde schon, dass der Hot Ring sich lohnt, weil wir hin und wieder auch mal, ich sag mal, wie heißen diese Rennen nochmal? Boah, ich habe den Namen von diesen Rennen jetzt gerade, ey, ohne Witz, ich habe gerade einen Aussetzer. Leon Dinninger, moin, grüß dich. Gorilla, du bist einfach ein geiler Affe. Selber. So, okay. Haben wir alle Autos? Okay. Nesca, ja, Simon, danke. Ohne Witz, Simon ist immer da, wenn man ihn braucht. Ganz genau. Auch Pablo, dankeschön. Wollte gerade in der Tanke was kaufen und der Verkäufer ist natürlich tot. Alter, sieht das geil aus, Leute. Wie viel haben wir in GTA? Nice. Da können wir direkt ein paar Bilder machen. Wisst ihr was, wir fahren direkt an den Strand. Da kann man bestimmt richtig nice Bilder machen. Let's go. Also, wenn man NASCAR fahren will, dann ist der Hot Ring wirklich zu empfehlen. Und der Hot Ring, ohne Witz, es gibt ein paar Strecken, wo der Wagen wirklich Sinn macht. Und das ist dann richtig geil, macht richtig Spaß. Und ich denke, wir werden auch demnächst auf Simon seiner eigenen Strecke, die NASCAR-Strecke, können wir mal da auch mal fahren. Die ist auch richtig, richtig geil. Aber an dieser Stelle, wir spielen dann nur, wenn ihr beim Simon dann auch ein Like da lässt. Weil ich finde es schade, wenn man so viel Mühe nicht belohnt. Zum Goldstrand. Ja, Gold's Gym. Björn, kennst dich da aus oder was? Ja, also Leute, in Wirklichkeit ist es so. Ich sag mal hier Los Santos, beziehungsweise hier, das soll ja theoretisch Los Angeles darstellen. Ja, Kalifornien. Und
Die haben ja unten am Strand haben die hier so ein Fitnessstudio, beziehungsweise, was heißt Studio? Das ist ein offenes Fitness-Trainingscenter sozusagen. Und da haben die in der Nähe so ein Gold's Gym, heißt das. Aber das ist dann in einem anderen Studio. So, und das ist, also Venice Beach, irgendwie heißt das, keine Ahnung, ich hab's vergessen. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, wir fahren mal direkt an dem Studio vorbei, an der Fitnesshöhle da. Was ist das für ein Auto? Das ist der Ocelot links. Nicht rechts, sondern links. So, wir fahren direkt mal an der Pumperhöhle vorbei. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Ding hier heißt. Quick Drop, grüß dich, was geht? Max Killer, was geht? So. Hier ist es. Das ist richtig geil. Also hier haben schon so einige Legenden trainiert, Leute. Arnold Schwarzenegger, Rich Piana, wen gibt's noch? Ich wollte schon sagen. Jay Cutler. Also, es gibt so viele Legenden, die hier schon trainiert haben. Richtig geil. Gades, nein, ich habe meine Motorhaube nicht vergessen. Das Ding ist, ich hatte gerade einen Unfall gehabt und ich hatte keinen Bock, mein Auto wieder an die Möller, genau. Antonio, grüß dich, herzlich willkommen. Ich hatte vorhin einen Unfall gehabt und da war meine Motorhaube kaputt. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, die Motorhaube kurzfristig abzumachen, damit wir, damit ich nicht mein Auto nochmal tiefer legen muss. Wir machen jetzt hier mal Free Park. Ich glaube, wir machen hier so am Basketball, hier an dieser Basketball-Ecke, einer meiner Lieblingsplätze, machen wir den ersten Spot. Das Ding ist halt, Leute, macht Free Park, 3 Meter Abstand. Wenn wir jetzt an den Strand richtig auf Sand fahren, dann werden die Autos wieder dreckig und das will ich nicht. Wir hatten ja gestern das Treffen gehabt, dreckig und grau. Das Lustige ist, wir hatten in der Sitzung noch nicht mal die Autos gewaschen. Und bei manchen wurde das Auto gar nicht dreckig. So, oh, guck mal hier, VIPs. Jetzt seid ihr gefragt. Wie sieht der Hotring aus, Erik? Der Hotring ist ein NASCAR. Weißt du, was ein NASCAR ist? Ich guck mal, ob ich ein Bild davon hab. Also ich glaube, ich habe ein Bild von dem Auto. Oder auch nicht. Nee. Leider habe ich kein Bild von dem Hotring, aber ich kann dir mal gleich hier bei die Seite zeigen, wo man den Wagen kaufen kann. So, ganz genau. Endlich kommen die ganzen Dollarfelgen hier. So. So, Leute, für die Aktion erstmal alle ein Like raushauen. Boah, das sieht so geil aus hier. So, okay. Ehrenmann, Dankeschön, Erik. Dexterlife, was geht? So, okay, wir gucken mal. Ich guck mal, wo der Hotring ist. Ich glaube, der ist bei Southern San Andreas Superautos. Wenn ich mich recht entsinne. Jimmy haut hier 10 Euro raus, Digga. Leute, alle mal Hashtag StanzPotato in den Chat. Ey, ihr habt mich voll erschreckt. Ey, Leute, ihr seht,
dass diese, also wenn ich mich erschrecke, das ist real. Das ist real. Ohne Witz. Ey, ohne Witz, ich habe mich wieder voll erschreckt. Also Leute, alle mal Hashtag Stance Potato in den Chat für dich. Die Crew-Katze, Digga. And you be on some hot nigga. Like I told this, I see when I shot niggas. Like you see no. So, okay, Leute, das war jetzt die dritte Spende heute. Das war heute die dritte Spende. Jetzt kommt die Frage an den Chat. Was kommt nach der dritten Spende? Thomas, was geht? Was kommt nach der dritten Spende? Ein Abo? Nein. Ganz genau, Eddie, Nick, Johannes, Henry, haut die Robbe raus. Robbe, Robbe. Robbe, Robbe, mach die Robbe, Robbe, ich weiß, dass du das kannst. Robbe, Robbe, mach die Robbe, Robbe, mach die Robbe, Robbe, ich weiß, dass du das kannst. Vielen lieben Dank, Jimmy. Und ich lese hier gerade, jemand schenkt mir ein Auto dann. Vielen lieben Dank, Jimmy. Auch an dich nochmal. Dankeschön. Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für die Unterstützung, die ihr mir abliefert. Und eine Bitte an die Lobby, die hier gerade drin ist. Geht mal bitte alle aus dem Motorradclub. Und ich zeige jetzt extra nochmal den Hotring. So, okay, Yu-Gi-Oh! Ich gucke jetzt gleich nach Crew-Anfragen. Immer gerne. Dankeschön, Ehrenmann Jimmy. So, wo ist das Ding? Ich hab's bestimmt übersehen. Ah, da ist er doch. Also, das ist der D-Class Hot Ring. Ist auf jeden Fall ein cooles Auto. Ist ein cooles Auto. Für Hot Ring Races richtig gut geeignet. Schöner langer Radstand. Bricht nicht so schnell aus. Gorilla, alles fit bei dich. Ja, Steve, bei mir alles gut. Hoffe bei dir auch. Schön, dass du da bist, auf jeden Fall. Alter, guckt euch das mal an, ey. Das sieht doch einfach nur geil aus hier. Ja, der schreibt, Abi, ist Björn da mit seinem kleinen Auto? Nein, der ist nicht mit seinem kleinen Issy da. Der ist heute mit seinem Diamond da. Wo ist er? Irgendwo habe ich den gesehen. Das Ding hat auf jeden Fall so einen fetten Arsch. Da willst du auf jeden Fall draufklatschen. Geil, mein Charakter mit 7 Milliarden Dollar wurde zurückgesetzt. Lol, Kolchek, also das tut mir natürlich leid für dich. Heißam, heute habe ich Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. So, auf jeden Fall hat der Björn ungefähr so ein Auto hier. Den Diamond in gebürsteten Stahl und Chrom-Cheetah-Felgen. So, wollt ihr nachher auf jeden Fall noch ein Event machen oder was? Sehe ich das richtig? Oh, guckt euch mal die Autos an. Richtig. Ah, da ist er doch. Hier, ich hab's doch gesagt. Fetter Arsch, fette Felgen, fette Lackierung. Geil. Ehre. Dracking. Okay. Okay. Das können wir vielleicht nachher machen, Leute. Wenn wir das zeitlich schaffen, machen wir das auf jeden Fall. Gucken wir mal, wie ihr heute so drauf seid. Guck mal hier. Nice, richtig nice. Kannst du mal bitte zeigen, welches Auto du fährst? Ich zeig, welches Auto ich fahre. Okay. Reise nach keine Ahnung. Edda, ich weiß, was du meinst. Reise nach Jerusalem. Können wir auch nochmal spielen. So, als auf jeden Fall der Wagen, den ich fahre, ist ziemlich teuer. Der Ocelot links. Der hat aber relativ wenig auf dem Kasten. Hier ist er. Der kostet 1.735.000 GTA-Dollar. Ihr könnt den in verschiedenen Designs bestellen. Und dann, wenn ihr den bestellt habt, könnt ihr dann die Designs wegmachen, wenn ihr möchtet. Aber an sich, ich finde optisch gesehen richtig schönes Auto. Vom Tuning her richtig nice. Und das ist... Magic Noah, der... was ist da los? alles gut? Okay, schade, dass man VIP nicht verschenken kann.
damit mehr Sticker verfügbar sind. Jimmy macht nichts. Digga, ich will das alles auf ehrlichem Wege schaffen und ich hoffe, das schaffen wir auch. Gorilla will meinen Drag King Titel zurück. Okay, also ich schlage vor, Leute, dass wir heute so in der, ich denke mal in der dritten Sitzung ungefähr, dass wir da vielleicht einen Drag King starten. Danke, dass du es gezeigt hast. Gern geschehen, kein Problem, Leute. Also wirklich, wenn ich kann, dann zeige ich es auch wirklich. Alter, guckt euch das lange Schiff an von Johannes. Meine Fresse, du hast aber einen langen. Auch hier nochmal, VIP. Richtig krass. Wir hatten lange keinen Tuner King. Das stimmt auch, Tomnik. Das stimmt auch. Aber wir wollen, ich denke mal, wir wollen heute mal so wieder richtig Action machen. Deswegen, lass uns heute, pass auf, wir machen heute so. Drag King heute. Morgen oder übermorgen machen wir dann Tuner King. Wer nicht weiß, was der Tuner King ist, Leute. Tuner King ist einfach derjenige, der die meiste Ahnung hat hier. Das beste Auto einfach hatte, das beste Tuning. Ja. Und das werden wir dann knallhart durchziehen. Bei der Fahrzeugbewertung bin ich für den Goldenen. So. Ey, Daniel ist am Start. Was geht? Johannes, welches Auto von Johannes ist das? Mag es kaufen. Das ist der Cognoscetti. Ich glaube, der 55. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich gucke gerade nochmal. Ist auf jeden Fall ein richtig nices Teil. Habe ich auch. So, ich muss ihn ganz kurz suchen. Den gibt es auch unter anderem als gepanzerte Version. Aber wenn der gepanzert ist, könnt ihr den nicht tiefer legen. Wo ist denn der? Oh, der müsste hier irgendwo sein. Da ist er. Enus Cognoscetti. Genau, das ist nicht der 55, das ist der normale. Für 254.000 GTA-Dollar. Und wie ihr sehen könnt, könnt ihr den auch als gepanzerte Version kaufen. So, und ich würde sagen, wir fahren zum nächsten Spot, Leute. Ich hoffe, ihr seid startklar. Deepex, mir geht's gut. Hoffe, dir geht's auch gut. So, wir müssen jetzt natürlich hier gucken, dass wir ganz ordentlich hier rauskommen. Deshalb schön vorsichtig, schön langsam, Leute. Chillt auf jeden Fall. Eure Hoden. So, ganz easy peasy. Langsam, langsam. Langsam. Guck mal, ich fahre extra jetzt hier langsam raus. Grand Knight, was geht? So, 3, 2, 1. Oh, Edda, hör auf damit. Okay, ich erzähle euch kurz was. Der Grund ist, warum Adai zum Beispiel reinschreibt, 3, 2, 1, Aufnahme. Es gibt da so einen peinlichen Moment, der mir widerfahren ist, schon mindestens zweimal. Mag dich voll, Dankeschön, ich hab euch auch lieb. Es ist mir Folgendes widerfahren. Ich habe einmal ein Video gedreht, ja. Ich habe einmal ein Video gedreht und ich habe so ein Streaming-Deck, ja, und auf diesem Streaming-Deck habe ich verschiedene Hotkeys. Hotkeys sind halt einfach so Abkürzungen für irgendwelche Buchstaben bzw. Tastenkombinationen. Auf jeden Fall habe ich eine Taste so belegt, wenn man drauf drückt, dann nimmt er auf. So, aber ich bin so schlau, dass ich direkt neben dieser Taste noch eine Taste habe, die für Live gehen steht. So. Und was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Ich wollte aufnehmen, drücke auf Live gehen und drehe das Video. So, und da kein Mensch perfekt ist und die Aufnahme nie beim ersten Mal so richtig sitzt, kam es vor, dass ich mich paar Mal korrigieren musste, wiederholen musste. Ich hatte sogar ein Telefonat angenommen, telefoniert, wo es darum ging, dass ich einen Staubsauger zum Nachbarn bringen sollte und so weiter und so fort. Und das wurde alles schön gestreamt. Das Einzige, was mich so ein bisschen gerettet hat, war die Tatsache, dass das Ganze auf Twitch gestreamt worden ist. Und da ich jetzt nicht so viele Follower auf Twitch hatte, haben das nicht so viele mitbekommen. Alles schön und gut. So, ich dachte, das passiert mir nicht nochmal. Was ist dann beim nächsten Mal passiert? Ich habe ja diesen Editor-Tutorial gedreht, das Editor-Tutorial, wo ich euch erkläre, wie man richtig geile Bilder in GTA macht. So, und bei mir ist es so, wenn ich die Videos am PC schneide, ja, dann mache ich das immer so,
Ich sage immer zu mir selbst so 3, 2, 1, Aufnahme. So, und dann sage ich ganz kurz nix und dann sage ich was. Dann fange ich dann an. So, und das Ding ist, das mache ich halt deswegen, weil dann sehe ich in der kompletten Leiste von dem Video, wo ich rede, wo ich nicht rede, dann weiß ich, okay, da musste ich schneiden und hin und her. So, und das Video, das geht 45 Minuten. Dann habe ich direkt am Anfang, habe ich mich versprochen. So, und um direkt mal hier das zu schneiden, beziehungsweise um mir selbst so den Hinweis zu geben, dass ich schneiden muss, habe ich dann direkt wieder gesagt, 3, 2, 1, Aufnahme. So, jetzt hatte ich das Video aber schon veröffentlicht und das war dann halt drinne. Und seitdem machen die Jungs sich lustig über mich. Also danke an dieser Stelle nochmal. Und ja, ich konnte das aber jetzt nachträglich bei YouTube schneiden und habe es dann nachgeschnitten. Daniel, grüß dich, schön, dass du da bist. Also Leute, wie ihr sehen könnt, ich bin auch nur ein Mensch. Tut mir einen Gefallen, hier rechts oder rechts und links parken. Aber ohne Witz, also das war ja eigentlich schon witzig. Aber was einfach noch heftiger war, war die Geschichte auf Twitch. Ich habe wirklich das ganze Video wirklich auf Twitch gestreamt. Das ganze Video habe ich auf Twitch gestreamt. Und dann irgendwann gucke ich so auf die Taste und auf, da blinkt die ganze Zeit, dass ich live bin. Ich so, hä? Guck auf YouTube, ich bin nicht live. Ich so, hä? Irgendwas falsch gemacht, ne? Und dann fällt mir ein, Digga, du hast eingestellt, dass du auf Twitch live bist. Das ist scheiße. Direkt ausgemacht, direkt alles runtergeladen und gelöscht und keine Ahnung was. 2, 1, Risiko. Dark wie ein Dark. Simon, ey. Seki, mein, grüß dich. Leon Povinger. Du bist so cool. Dankeschön. Wenn du das so findest, dann würde mich freuen, dass du auf jeden Fall ein Abo da lässt. Dein Gesicht hätte da gerne gesehen. Grandlight, ich bin froh, dass ich keine Kamera habe. Mahlzeit Gorilla und Männers. Wieder ein Tag und wieder ein Stream. Nice. Grüße gehen raus, Hettchen. Schön, dass du da bist. Okay. So Leute, wir gucken mal die Autos so ein bisschen durch. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr noch ein Like da lässt. Wenn wir ein paar Likes zusammen bekommen. Einfach um ein bisschen Liebe zu zeigen. Hier für dieses geile Tuning-Treffen wieder. Auf den gesunden Zoom. Ey Leute, ihr seid so Arschlöcher. Ich mache diese Tutorials für euch. Ja, ich habe davon nichts. Ich sag's ganz ehrlich. Ihr müsst mal gucken, wenn ich so ein Video drehe, da kommen vielleicht 500, 600 Aufrufe. Ja, da habe ich viel mehr von, wenn ich einen Stream mache, ehrlich. Aber ich mache das für euch, damit ihr Fotos habt, damit ihr die ganzen Sachen auf dem Handy speichern könnt. Und jetzt macht ihr euch noch lustig über mich. Gorilla, hab ja normal 1 GB pro Tag für Internet. Habe schon 8 verbraucht und hab noch Highspeed. Ey, Jimmy, wohin mit dir? Gorilla, tu mir einen Gefallen, für die Fagio Gang ein Fagio Emote. Also Tomnik, ich habe ja gesagt, dass bei dem nächsten Emote kommt, welches Emote kommt bei dem nächsten? Wer weiß es noch? Wir freuen uns doch. Ja, Björn, also das zeigt auf jeden Fall, dass der Gorilla doch nur ein Mensch ist. Partyauto ganz vorne, lol. Hab jetzt 5 Stunden Mittagsschläfchen gemacht. Seki, also das ist auf jeden Fall ein gesundes Schläfchen, definitiv. Rainer, Lobby voll, ganz genau, das wird das nächste Emote. Aber dazu müssen wir 40 Mitglieder erreichen. Ich glaube, wir sind momentan bei 37 oder 38, bin mir gerade nicht so sicher. Also, Gorilla, die Robbe war lange nicht mehr da. Martin, du hast das verpasst. Die Robbe kam heute zum Einsatz. Aber wer weiß, vielleicht kommt sie heute nochmal. Wir feiern dich auch mit deinen Fails. Dankeschön, Jimmy. Würde gerne mitspielen, aber ich spiele auf Xbox One. Apropos mitspielen, ich gucke jetzt mal ganz kurz nach Crew-Anfragen. Praktikum? Lol, wo machst du denn ein Praktikum? Bestimmt bei irgendeinem Drift-Unternehmen. So, hier erstmal aktualisieren und dann gucke ich mal nach Crew-Anfragen, Leute. Denn wie ihr wisst, wenn ihr hier mitmachen wollt, der erste Link in der Videobeschreibung. Weil da wird euch erklärt, wie ihr hier mitmachen könnt. Und derjenige, der mich gerade hier trollt, den haue ich gleich eine. So, da haben wir Baumeister Memo. Dieser Benutzer teilt seine Pinwand nicht und wird deswegen nicht angenommen. So, El Armin. Dieser Benutzer teilt seine Pinwand nicht, wird auch nicht angenommen.
Also Leute, wenn ihr das nicht so macht, wie ich das in dem Video gezeigt habe, dann könnt ihr nicht angenommen werden. So, hier, Robertato wird nie wieder angenommen, der ist gebannt. So, Ghost Mirax, der hat hier zum Beispiel alles hier auf öffentlich, auch die Crews, und wird deswegen auch angenommen gleich. Und The Dark Knight wird nicht angenommen. Der wird nicht angenommen aufgrund der Tatsache, dass der in so Tryharder-Crews ist. Und sowas will ich hier nicht haben, ehrlich gesagt. So, und Ghost Mirax wird jetzt eingeladen. Herzlich willkommen bei uns. Herzlich willkommen bei Autofanatics. Und ich würde sagen, zurück zur PlayStation. So, und ich würde sagen, wollen wir bei dem nächsten Spot Fahrzeugbewertung machen. Und das ist das, was ich halt meine, Leute. Wisst ihr, wenn ihr sowas hier macht, wie zum Beispiel so Leuchtfackel oder sonst irgendwas, damit holt ihr einfach nur die Cops hier. Deswegen macht das bitte nicht, chillt eure Hoden. Und wenn ihr schon Cops habt, dann direkt Selbstmord. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier direkt. Ja, wir fahren jetzt hier direkt weg. Bester YouTuber, ich schwöre. Also ich habe schon vieles gelesen, das habe ich aber nicht gelesen. So, okay Leute, wir machen jetzt Folgendes. Wenn wir die 100 Likes erreicht haben, kommt gleich eine neue Sitzung. Und dann werden wir nachher Dragging starten. Das heißt, wir gucken, wer hier der schnellste Drag Racer ist. So, auf geht's Leute. Let's go. 100 Likes sind das Like-Ziel. Wenn wir die erreichen, gibt's gleich eine neue Sitzung, Leute. Ich muss schon sagen, das Gold schimmert richtig geil so in der Sonne. Also wenn die Sonne drauf scheint, sieht richtig nice aus. Ich habe VIP gekauft. Habe aber es nicht. No-Skin, wie soll das denn gehen? Du musst das natürlich mit dem kaufen. Du musst VIP damit abschließen, womit du hier reinschreibst. Ist das jetzt die zweite Sitzung? Nein, Emre, das ist immer noch die erste Sitzung. Wir starten gleich noch die zweite Sitzung. Also du bist ja jetzt eigentlich ausgeschlafen. Wenn du willst, kannst du gleich mit rein. Boah, richtig krass, richtig geil. Hier so mit dem Sonnenuntergang. Einfach nur geil. Digga, warum? Was war das denn für ein Fail? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Die Stoßstange fällt dem einfach so ab. Ich liebe GTA. Oh Mann, du hast gerade noch einen von meiner Familie in deiner Crew aufgenommen. Oh nice, Digga. Klar, Winterschlaf. Muruk, steh mal auf, Winterschlaf ist schon längst vorbei. Alter, ohne Witz, habt ihr gesehen, die Stoßstange lag einfach gerade auf der Straße. Ey, ohne Witz, hatten wir offen mit dieser 3-2-1 Aufnahme. Kannst du mich grüßen? Merkling, Grüße gehen raus an dich. Kann ich beim Drag King deinen Wagen haben? Ja, kannst du gerne fahren, Dominik. Tomnik. Kannst du gerne machen. Gorilla, ich kann dir keine FA schicken. Ja, das Ding ist, Quick Drop, meine FL ist voll. Die ist komplett voll. Und deswegen kann ich da momentan nichts annehmen. Ich nehme halt momentan wirklich nur VIPs an. Das heißt, ich muss extra Freundschaftsanfragen löschen, damit ich VIPs annehmen kann. Gorilla, weißt du, ab welcher Sponsorenstufe man den ZR30 380 bekommt? Not cool. Also ich kann dir nur eins sagen. Ich habe mir das Auto so gekauft für den überteuerten Preis, weil ich habe ja noch 75 Millionen und deswegen habe ich mir den so gekauft. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Weiß jemand hier im Chat, ab welcher Sponsorenstufe man den ZR380 kaufen kann? Wo du gewinnst, Drag Race. Das wollen wir mal sehen. Grüß dich, was geht? Bin mal kurz essen. Alles klar, gönn dir. So, okay. Wir fahren zum nächsten Spot, Leute. Nächster Spot, Fahrzeugbewertung. Und wie gesagt, die Challenge, beim nächsten Spot die 100 Likes zu erreichen. Ich glaube, ihr enttäuscht mich nicht. Ich würde gerne mitzocken, aber habe noch eine PS3. Kannst du Mia Popping grüßen? Grüße gehen raus an Mia Popping. Und ja, an dieser Stelle nochmal krass. Lucky Seven hat sich extra eine PlayStation 4 gekauft, damit er hier bei uns bei den Tuning-Treffen mitmachen kann. Ich kann das irgendwie immer noch nicht glauben. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr krass und richtig geil. Rabatt ist zufällig. Kannst du es mit Stufe 10 oder Stufe 1000 bekommen? Lol. Also das mit dem Rabatt, wie gesagt, ich gucke da nicht so auf die Rabatte. Weil Leute, ganz ehrlich,
Ich habe irgendwann aufgehört, dieses Spiel normal zu spielen, weil ich so viel, ja, wie soll ich sagen, Geld gemacht habe und hin und her dafür gearbeitet habe in GTA, muss man wirklich so sagen, gearbeitet habe in GTA, dass ich irgendwann keinen Bock mehr hatte. Und ich hatte dann vor 2-3 Jahren, hatte ich mir damals ein Unlock All gekauft, wo man, also kurz bevor man noch die, die ganzen Unlock Alls übertragen konnte. So, und deswegen stehe ich eigentlich gut im Butter, was Geld angeht. Und ja, habe deswegen da keine Probleme. Rainer, 2 Stunden und 54, dann endlich 16. LOL. Echt? Habe sogar eine Bestätigung E-Mail bekommen, dass die 5 Euro kein VIP. Also NoSkin, das ist ein Ding zwischen dir und YouTube, muss ich dir ehrlich sagen. Das hat mit mir nichts zu tun. Das Ding ist, VIP kauft ihr nicht bei mir, sondern ihr kauft das in erster Linie über YouTube. So, und von diesen VIP, beziehungsweise von den 5 Euro, die ihr, sage ich mal, spendet als VIP, gehen 30% an YouTube. So, und der Rest bleibt dann halt so ein bisschen für mich. Aber wenn da wirklich ein Problem ist oder, keine Ahnung, entstanden ist, dann musst du dich auf jeden Fall bei YouTube melden. Weil es ist halt nicht so, Leute. Es ist halt so, wenn man hier VIP wird, wenn man eine Mitgliedschaft abschließt, dann wird man automatisch direkt hier Mitglied. Das hat nichts mit mir zu tun. Ich teile die Leute nicht zu oder sonst irgendwas. Gorilla, warum kein Tibi-Stream? Uwe, wie meinst du das, kein Tibi-Stream? So, wenn GTA 6 rauskommt, machst du dann bei GTA 6 auch TTs? Definitiv, Leute. Auf jeden Fall, Leute. Definitiv. So, wir machen jetzt hier nochmal Free Park, Leute. 3 Meter auseinander parken. Und wir werden jetzt hier gleich das beste Auto küren. 96 Likes, es fehlen nur noch 4. Dann haben wir die 100er Marke erreicht. So, 3 Meter auseinander, Leute. Erinner dich dann nochmal wegen deinem Yosemite beim Drake. Okay, alles klar. Du musst mich erinnern, dass ich da den Yosemite nehme. Ich mache hier mal ein bisschen Platz. Also, S-Line, ich glaube nicht, dass es richtige Marken geben wird in dem Spiel. Weil ihr müsst halt gucken, Leute. Dieses Spiel ist so vielfältig. Dieses Spiel ist so vielfältig, es gibt so viele verschiedene Fahrzeuge und die müssten ja theoretisch für alle Autos Lizenzen bezahlen. Und ich glaube, das ist für die einfach nicht lohnenswert. Ich muss aber auch sagen, die Autos, die wir jetzt so haben, ich bin da wirklich sehr zufrieden mit. So, okay, Ul, darüber donaten. Ja, das Ding ist, Ul, jemand hat was gemacht. Und hat sein Geld zurückgezogen über PayPal. So, und jetzt kann ich einen Monat lang über PayPal halt nichts bekommen. Ich kann halt nur über Sofortüberweisung was bekommen. Superchat. Ich glaube über Visa, ich bin mir nicht sicher. Also PaySafe Card. Aber kein PayPal. Das ist halt so der Nachteil. So, wir warten jetzt, bis alle hier sind. Wie findest du Rocket League Autos als Thema? Alter, ich find's ehrlich gesagt schwierig. Da müssten wir so ein RC Bandito-Treffen machen wahrscheinlich. Nissan will auch nicht sein R35 in die Luft fliegen sehen. Ich glaube, das will keiner. So, okay. Oh, nice, nice. So, ich sag mal, wir haben 22.30 Uhr. Ich hab Zeit bis 23.30 Uhr Ingame-Zeit. Votet für das beste Auto. Ich schreibe das am besten hier nochmal in den Chat, beziehungsweise, Moment, als Nachricht. Das Ding ist, Leute, wir haben hier jemanden, der leider gehörlos ist. Und deswegen mich nicht hört. Und deswegen schreibe ich das jetzt nochmal so als Nachricht in den in Crew-Chat.
So, Rainer, ganz genau, ich habe was geschrieben, das stimmt. So, okay, votet für das beste Auto. Meinst du das ernst? Ja, Udi, ich meine das ernst. Ist wirklich so. Wir haben jemanden, der leider Gottes nichts hören kann. Und deswegen habe ich das jetzt auch nochmal reingeschrieben. Ich möchte jetzt nicht schreiben, wer das ist oder so. Ich möchte einfach nur, dass man das respektiert und das auf jeden Fall auch bedenkt. Jimmy. Euro, Dollar, Franken, Diamo. Alter. Diamo. Diamo. Euro, Dollar, Franken, Diamo. Jimmy, Alter, ich hab mich voll erschreckt, Digga. Ich hab mich wieder erschreckt. Leute, das Ding ist, ich rechne ja nicht damit. Ich sehe das ja nicht, dass hier gespendet wird oder so. Ich sehe einfach nur dann plötzlich, beziehungsweise ich höre zuerst, Tiamo, und Digga, dann ist bei meinem Ohren, sind es Zirkus hoch 10. Leute, alle mal Hashtags Dance Potato in den Chat. Vielen lieben Dank für deine Spende, Digga. So, an dieser Stelle hauen wir mal den Vogel raus. Jimmy, vielen lieben Dank, Digga. Grüße gehen raus an dich. Vielen lieben Dank. Racel soll leiser singen. Also der Ton kann ruhig laut bleiben, ehrlich, ohne Witz. Ist auch immer wieder schön. So, okay. Wir gucken jetzt die Autos durch. Du musst hier vielleicht die Spenden-Sounds ein wenig leiser machen. Ja, Adri, muss ich mal gucken. Digga, danke dir, Jimmy, ohne Witz. Ich glaube, ich werde mir dieses Handy holen. Hundert Likes, Leute, vielen lieben Dank. Wo ist Red Hat, der 300 Euro für Werbung für anderen Kanal macht? Ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß nur, der war da, hat so krass donated und ist wieder gegangen. Aber hat sein Geld nicht zurückgezogen. Auf jeden Fall eine Ehrenaktion. So, okay. Drei Leute hier, einer da. Ich würde es feiern, wenn bei 100 Euro Spende Gib's mir Doggy kommt. Ja, ich muss sagen, ich war ja am Überlegen, da die Spenden-Sounds nochmal zu ändern. Kann er nicht, weil er vom Superchat bezahlt. Was? Ach so, das meinst du. Ja, aber ich denke mal, wenn jemand über Superchat zum Beispiel bezahlt, dann weiß er auch, dass er nicht zurückziehen kann. Das Ding ist halt, Leute, wenn man zum Beispiel 100 Euro über Superchat bezahlt, dann gehen 30 Euro an YouTube. Das muss man auch auf jeden Fall wissen. Deshalb ist halt von der Gebühr her TP-Stream doch schon die bessere Wahl. Aber es bleibt euch selbst aus. Ich bin überhaupt froh, dass wir überhaupt was bekommen. So, okay. Ich denke, wir haben einen Gewinner. Ganz klar, dieses Auto hier, der BMW E30. Wem gehört der Wagen hier? Richtig geile Karre, ohne Witz. Wem gehört das Auto? Jim Button, Digga. Grüße gehen raus an dich. Ehrenmann, herzlichen Glückwunsch. Bestes Auto. Okay. Ich würde sagen, wir öffnen eine neue Sitzung. Genau, Spenden sind freiwillig, vergiss das aber nicht. Ich sage das nur mit dem leiser machen, weil ich selber immer mit Kopfhörer schaue und ich erschrecke mich dann auch immer. Adri, ich find's geil. Ich find's geil. Also, wenn ich schon nicht der Einzige bin, der sich erschreckt, dann ist das schon mal sehr, sehr gut. So, ich schreibe jetzt in den Chat hier nochmal, was wir machen sollen. So, schwierig. Wir stimmen jetzt über ein neues Motto ab. So, okay, Leute. Wir machen das so. Ich schreibe eine Zahl
und ihr müsst dieselbe Zahl reinschreiben mit einem Thema. So, okay. Ey, Jimmy, ohne Witz, das ist das Mindeste, was ich machen kann. Also, ich, ohne Witz, hätte mir einer erzählt, dass hier Leute mitmachen, die sich extra für uns, ja, extra für uns, die sich extra für uns eine PlayStation kaufen, Leute, die nichts hören können, ja, oder sonst irgendwas, Leute, die noch nicht mal eine PlayStation haben, beziehungsweise gar keine Konsole haben, hier bei uns zuschauen oder mitmachen wollen oder sonst irgendwas, ich hätte einen Vogel gezeigt, hätte ich niemals gedacht. Wisst ihr, was ich meine? Und jetzt ist es so und ich bin einfach nur dankbar dafür, wisst ihr, Leute, und man muss wirklich einfach das wertschätzen, was man selber hat, und manchmal ist einfach das Meckern, was wir machen, einfach nur auf zu hohem Niveau, weil wir einfach zu viele Sachen gewöhnt sind. Deswegen muss man das einfach auch mal realisieren und respektieren. Und wir machen jetzt Folgendes. Also, ich schreibe jetzt eine Zahl rein und ihr müsst jetzt dieselbe Zahl reinschreiben mit dem Motto dazu. Ich denke, ihr kennt das Prozedere. Wir wählen die Nummer 6 und wer zuerst die Nummer 6 reinschreibt mit einem Thema dazu, wird genommen. So, Drag Race Fahrzeuge. Lol. Nein, Drag Race Fahrzeuge machen wir nicht, weil wir sowieso gleich Drag Race machen. So, wir machen hier japanische Fahrzeuge. Japanische Fahrzeuge machen wir jetzt. Okay, Leute. Wir machen japanische Autos. So, okay, Leute. Neue Sitzung wird eröffnet. So, und ihr seid wieder live dabei. Thema JDM, ganz genau. So, und ja, Leute, wer noch nicht geliked hat und abonniert hat, kann das gerne machen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn ihr das macht, ihr unterstützt mich damit auch auf jeden Fall. Naja, bin jetzt eh weg. Jetzt essen. Alles klar, Legend. Tust du eben Crew-Anfragen annehmen? Kann ich jetzt nochmal machen? So. Ja, Jimmy, ist nicht schlimm. Beim nächsten Mal bist du vielleicht Erster. Respekt, dass du es sogar wieder reinschreibst. Let's run. Ehre, Digga. Schön, dass du auch da bist. Ja, also Leute, ich versuch's auf jeden Fall zu berücksichtigen. Tut mir auf jeden Fall leid, wenn ich das nicht immer schaffe. No hate, aber warum hat mein... kein Hörgerät? Digga, guck mal, das, was du hier gerade reinschreibst, ich finde das gerade richtig scheiße, was du machst. Sei ich dir ganz ehrlich. Nur weil man... Also ich glaube, es gibt Leute, selbst wenn die kein Hörgerät haben... oder beziehungsweise ein Hörgerät haben sollten, können sie trotzdem nicht so gut hören. Also ich will mich nicht in diese Lage versetzen, sei ich ganz ehrlich, in dieser Situation zu sein. Ich kann es mir nicht vorstellen, also es muss richtig schlimm sein. Stellt euch mal vor, ey, ohne Witz, ihr werdet davon betroffen. Also dieser Kommentar wird gerade hier richtig überflüssig, ehrlich, so richtig minus. So, ich gucke jetzt nach Crew-Anfragen, Leute. So, hier, versteckter Benutzername, wird nicht angenommen. So, und ich erzähle euch jetzt mal eine Real-Life-Story, Leute. Ich hatte wirklich, ich hatte eine Verwandte gehabt, ne? Das ist jetzt bestimmt schon 15 Jahre her ungefähr. Die war gehörlos, ja. Und die wollte die Straße überqueren und wurde dann vom LKW erfasst, ja. Und das müsst ihr euch mal reinziehen, Leute. Du hörst nichts, du kannst gar nichts wahrnehmen. Die alltäglichen Sachen und so. Ey, Leute. Also ich finde echt, bei sowas bin ich da richtig, keine Ahnung, also das muss nicht sein, ehrlich. Hatte selber ein Hörgerät und du kannst das nicht an ein Mikrofon anschließen. Das kannst du hier hinter den Ohr tragen. Außerdem ist alles dreimal so laut wie normal. Ja, Leute, das ist... Ich will jetzt hier kein Dings, ja. Also das wollte ich noch nie irgendwie so Mitleid oder sonst irgendwas. Aber es ist halt so.
on my mind. And I remembered in the past we had better. So, ich guck mal gerade hier, wer so in der Sitzung ist. Und tut mir einen Gefallen, Leute, sobald ihr den Motorradclub nicht mehr braucht, bitte nicht mehr benutzen. Ben, hi, grüß dich. Jetzt ist die Pinnwand jedoch für jeden sichtbar. Name ist Adalmin. Okay. Ben, mir geht's soweit ganz gut. Ich hoffe, selbst auch. Linker Jester, ja, ist japanisch, definitiv. Lade gerade GTA runter. Oh, lucky, Digga. Ich hoffe, du hast eine gute Internetleitung. Ist der 380 japanisch? Ja, definitiv, Jimmy. The Slappy, Bruder, was geht? Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Mir geht's gut. Hoffe, geht's auch gut. Du hast das Herz am rechten Fleck, Bruder. Guck mal, Plack, ich sag's ganz ehrlich. Ich sag's immer wieder, ne? Ich will für die Leute hier kein Vorbild sein oder sonst irgendwas. Ich will einfach nur das Richtige für mich machen, was ich für richtig halte. Was ihr daraus macht, müsst ihr selber mal wissen. Aber ich versuche das Ganze einfach so zu machen, wie ich es für richtig halte. Ja, Sasuki, siehst du, Digga, das ist das. Wieso machen sich viele als Präsi bei GTA? Ja, du kannst auf jeden Fall ein paar Vorteile nutzen, glaube ich. Nimm mal 190Z. Kann ich machen, aber ich wollte eigentlich... Ja, komm, dann nehme ich den 190Z. Komm, Daniel, also wenn du schon... so wenig Zeit hast, dabei zu sein, dann gehe ich mal auf deinen Wunsch ein. Hab kein Geld in GTA, sonst würde ich kommen. Kein Problem. Dann habe ich noch einiges vor mir. Ja, Lucky, das stimmt. Kannst du mal ein paar Autos für das Thema vorschlagen? Also, ich zeige euch mal ein paar Autos für japanische Treffen, okay? So, hier zum Beispiel. Der Dinkerchester Classic. Entschuldigt mich auf jeden Fall, wenn ich das ein oder andere Auto überspringe. Die Marke Karin. Jeder hier zum Beispiel. Jeder hier, der Anis Savestra. So, gucken wir mal weiter. Der Hijack. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. So, wo haben wir noch was? Hier, den könnt ihr auch nehmen. Den RE7B theoretisch. Aber finde ich eher unpassend. Weil auf ein Tuning-Treffen, was willst du denn da mit einem Supersportwagen hier so? Also so einen heftigen Supersportler. Es gibt auf jeden Fall einige Leute, einige Fahrzeuge hier, die ihr hier benutzen könnt theoretisch. Guckt einfach. Hier, auch hier, den Kajester könnt ihr auch nehmen, definitiv. Viele. Mache gerade Geschichte, lol. Ja, ich mache jeden Tag hier Geschichte. Daniel, ich hasse es. Stand gerade bei dir 22 Leute, auf einmal ist wieder voll. Wow. Ja, Leute, das Ding ist, das geht relativ schnell, ehrlich. Es tut mir leid, dass nicht jeder immer mit dabei sein kann, aber ich versuche wirklich, das Ganze trotzdem so gut es geht umzusetzen. Aber ein Bunker, weißt du, wie ich damit Geld machen kann? Also bei Verkaufen kann ich nichts machen. Sasuki, komm einfach bei uns in Discord, setz dich mit den Leuten zusammen. Wir haben so viele Leute, die täglich Geld machen wollen, täglich Geld verdienen möchten. Und ich denke, dass du da gut aufgehoben bist. Peter Pricks, moin, grüß dich. Find's schade, dass der 380 nur mit Panzerungen existiert. Ja, finde ich eigentlich auch, Jimmy. Aber wer weiß, vielleicht Rockstar Games kommt uns da vielleicht ein bisschen entgegen. Abi, hast du Sujuk gekauft? Ehrlich gesagt, nein. Wisst ihr warum? Weil ich hatte echt keine Zeit. Gar keine Zeit gehabt, ehrlich. So, und zufälligerweise guckt euch die Farbe von dem Auto an. Sieht richtig nice aus. Ich fahre jetzt hier mal weg zum Tieferlegen. Dein Stream ist gerade abgehackt bei mir. Okay, warum? Lol, der läuft hier über die Straße. Wer ist denn das? Ist das einer von uns? Okay. War es kurz auf bei mir. Also normalerweise, ich habe gerade eine stabile Leitung. Aber okay, dann wurde es... Gut, dann hatte ich wirklich hier die Probleme. Lol. Bei mir auch, okay. Bei mir kam einfach Werbung. Auch gut. So, genau, ihr könnt auch das Crew-Auto nehmen, wenn ihr möchtet.
So, 33 Zuschauer sind am Start. Grüße gehen raus. Ach Leute, man kennt's definitiv. Mir wird's einfach nicht gegönnt. Lol, bekomme jetzt die YouTube-Benachrichtigung, dass du streamst. Sehr schön. Also für diejenigen, die noch nicht gesehen haben, dass ich streame, ich bin am Stream. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich die Farbe ändere. Ich weiß nicht, die Farbe sieht irgendwie schon nice aus. Boah, wenn ich aber den LG RH8 sehe, ne? Das ist schon geil. Ich will mal kurz gucken, wie die Crewfarbe darauf aussieht. Wer hätte es gedacht? Muss auch ruhig. Gute Nacht, alles klar. Oh, sieht nicht schlecht aus. Mach schwarz. Ihr wisst doch, schwarz ist keine Farbe. Boah, das sieht auch richtig nice aus. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Soll ich die Musik leiser machen oder was? Nee, Alter, ich finde die bei Muscle Car finde ich die Schrift richtig nice. So. Ah, finde ich aber schön, dass von 90 Zuschauern 45 noch da sind. Morgen nur von 10 bis 16 Uhr arbeiten, lol. Ich muss morgen nur von 6 Uhr bis 14 Uhr theoretisch arbeiten. Oh, der dampft direkt. Ich muss ihn wieder reparieren. Hab morgen frei und wollte mich anschließen. Plug, kannst du gerne machen, Digga. Ich muss Crew-Auto nehmen. Kein Problem, Max. Kein Problem. Oh, sorry. Ich bleibe immer am Start. Dankeschön, Jim. LOL muss 8 Uhr bis 17 Uhr. Okay. Wow, richtig schöne Autos sehe ich hier auf jeden Fall. Ich hoffe, dass der Wagen mir jetzt nicht um die Ohren fliegt, wenn ich den jetzt tiefer legen möchte. Bin auch noch da, auch wenn ich nicht in der Lobby bin. Björn, danke dir. Ehrenmänner, ohne Witz. Guck mal hier, alle am Tiefer legen. Was habe ich bloß mit euch angestellt? Okay. The Real Luki, deine Videos sind richtig geil, deine Stimme ist richtig angenehm. No homo. Es macht mir richtig Spaß, dich zuzugucken. Möchte auch mal gerne mitmachen, wenn das geht. Digga, erstmal vielen lieben Dank für deine netten Worte. Auch an dieser Stelle no homo. wenn du mitmachen willst, einfach den ersten Link, wirklich. Also einfach anklicken, wirklich alles machen, was da steht. Dann wirst du auch angenommen. Tears of Shadow, was geht? Lass mich auch mal wieder blicken. Digga, natürlich kenne ich dich noch. Grüße gehen raus an dich. Also, ich finde es auf jeden Fall geil, wenn ihr eure Namen mit der Zeit nicht geändert habt. Weil ich mir wirklich teilweise die Namen merken konnte. Schlimmer als in der Selbsthilfegruppe. Einfach nur krass, was ich mit euch hier angestellt habe hier. Okay, an dieser Stelle nochmal, Leute, wenn ihr den Motorradclub nicht braucht, auflösen bitte. Und ich würde sagen, wir fahren auch direkt los. Oh, ich muss hier noch die Lichter ändern. Oder du machst durch die Streams GTA wieder spielbar mit solch geilen Events. Dankeschön, Nick. Ich muss aber auch sagen,
ich bin nicht alleine für sowas verantwortlich. Wir haben viele, viele Leute, die hinter mir stehen, die mich bei dieser Sache unterstützen, die wir hier machen. Und ich kann mich auf, ich persönlich, ich kann mich einfach nicht genug bedanken, Leute. Klar, ich habe hier das Ganze so etwa irgendwie ins Leben gerufen, ne? Das war damals einfach so eine Idee, das hier umzusetzen, auf deutscher Basis sozusagen. Und ich hätte nie gedacht, dass das Ganze hier so eine Form annehmen wird. Einfach viel zu krass. Und ich bin einfach froh, es klingt jetzt zwar so ein bisschen komisch, als würde ich euch ein Zuhause geben. Aber ne, ohne Witz, es macht mich richtig glücklich, dass ich euch eine Plattform gebe, sozusagen, wo ihr euch wieder ein bisschen wohlfühlt, wo das Spiel euch wieder Spaß macht. Ohne Witz. Max, kein Problem, wir fahren nicht durch die Waschstraße. Hashtag zu Hause. Wohnen im Glück, Leute, wohnen im Glück. So, und wer mir auch ganz viel Glück wünscht, der lässt einfach ein Like da, Leute. Und wer das Ganze feiert, der abonniert auch ganz schnell. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, Jungs. So, okay. Fahren wir mal direkt hier hoch. Richtung Parkhaus. Cool, du hast es aber wirklich verdient. Like ist da, habe es vergessen. Dankeschön, Jonas. Vielen lieben Dank, dass du noch ein Like da lässt. Ja, das Ding ist schwer rumzukriegen. So, okay. So, bitte alle auf den Parkflächen parken, Leute, die ihr sehen könnt. So, und wenn die Parkflächen gleich hier voll sind, Leute, tut mir einen Gefallen, parkt dann wirklich so an der Mauer entlang. Der sieht schon geil aus in Schwarz. So, Dankeschön, Plagge, das war echt überfällig. Dominik, Dankeschön. Sehr, sehr schöne Autos. So, Robin Marco, was geht? Herzlich willkommen. Ah, guckt euch das mal hier. Das sieht einfach nur geil aus, Leute. Also hier, das hier ist einfach unbeschreiblich. Nur wer wirklich Liebe für Tuning hat, der kann das hier verstehen. Also ohne Witz, Jimmy, wo du gesagt hast, du bringst den Wagen, da hatte ich auch richtig Bock auf dieses Auto. Ich finde, die Farbe ist richtig nice. Die Felgen, die passen zu dem Auto. Richtig gut gemacht, Digga. Kathleen Henschel, hi, grüß dich. JDM ist bei Auto am besten. Ja, ist einer der besten auf jeden Fall. Devil Kid, hey, bin wieder da. Dein Stream dabei. Dankeschön, Digga. Grüße gehen raus an dich. Mit welchen Autos nachher Dracking? Ich glaube, wir gehen wieder Richtung Muscle Cars, weil ich finde, das passt einfach am besten zu Drag. Oder seid ihr da anderer Meinung? Ben Dark, grüß dich, herzlich willkommen. So, erstmal die Parkflächen voll parken, Leute. Und dann der Mauer entlang, Leute. So, hier vorne könnten theoretisch auch noch ein, zwei Autos hintereinander parken. So, Adri da, dein Ding hat Jester Classic. Der ist mir gerade richtig aufgefallen, Digga. Sieht richtig nice aus. Schönes Auto. Was geht bei dir? Uncle, bei mir alles gut. Hoffe bei dir auch. Scopes, Ennis, moin, grüß dich. Mit Panzer. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ich war nicht mehr in der zweiten Crew, hab neue Anfrage gesendet und darf man bei einem Treffen gemoddete Fahrzeuge benutzen. Tears for Shadow, ja, du kannst natürlich gemoddete Fahrzeuge kannst du bringen. Hauptsache, sie erfüllen das Thema. Hier in dieser Crew. Schlag guten Paint Shop für Centorno vor. Vero,
Ich würde auf jeden Fall so ein richtig geiles Blau nehmen. Meiner Meinung nach. Gorilla, wie heißt das Auto, was du gestern in der ersten Lobby gefahren bist? Joe-Man, ich muss gerade selber überlegen, was ich da gestern gefahren bin in der ersten Lobby. Weiß das einer noch? GTA macht mir so null Bock, spare auf ein Auto. Lagerhaus, aber man bekommt zu wenig Geld. Ja, Digga, wie gesagt, ich kann dir nur sagen, trete unserer Community bei. Dann kannst du da eventuell ein paar Leute finden, die da eventuell dir helfen. Boah, sehr schön. So, und wer nicht weiß, Leute, guck mal, Leute, ich zeige euch mal die Community. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich öffne gerade den Discord, damit ihr ein Verständnis dafür bekommt. Ha, Wimlook ist auch am Start, Digga. Ehre. So, ganz kurz, Leute, ich öffne gerade den Discord. So, okay. Das ist der Discord, Leute. So. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, ich erkläre den ganz kurz für die, die es nicht wissen. Ihr kommt, wenn ihr neu seid, in den Support-Bereich. Im Support-Bereich empfängt euch der Gorilla-Bot und der erklärt euch, was ihr machen müsst. Das steht hier wirklich 1:1. Ihr sollt wirklich euren Namen, den ihr habt, auf euren PSN-Namen abgleichen. Das heißt, ihr sollt den gleichen Namen hier im Discord benutzen wie auf eurer PlayStation, damit wir wissen, wer ihr seid. So, erstens, wenn ihr das gemacht habt und ihr seid in der Crew, dann werden die ganzen anderen Kanäle freigeschaltet und ihr habt dann die Möglichkeit, hier alles einzusehen. Unter anderem zum Beispiel Bilder, was die Leute hier so für Bilder posten. Ja, ihr könnt natürlich eure Bilder hier auch posten. Richtig geile Bilder, guck mal hier, richtig nice. Auch hier, richtig geil gemacht. Maverick liegt richtig ins Zeug zum Beispiel. Auch die anderen, muss ich ehrlich sagen, richtig geile Bilder in letzter Zeit. Sieht Hammer aus. Wirklich, hier, guckt euch das an. Einfach nur klasse. So, und dann habt ihr zum Beispiel den Chat, wo ihr euch natürlich alle unterhalten könnt und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall immer was los, finde ich auf jeden Fall geil. Und ihr könnt natürlich eure Vorschläge für Tuning-Treffen hier abgeben. Die werden dann nach 1-2 Monaten immer wieder mal gesammelt und dann kommen die hier in die Abstimmung rein. Und bei der Abstimmung wird dann hier abgestimmt, was als nächstes dran kommt. Also das seht ihr anhand der Daumen theoretisch. So, was kann ich euch noch anbieten? So, und natürlich sage ich hier immer Bescheid, wann die Streams sind. So, da sage ich hier zum Beispiel, starte gleich ein Tuning-Treffen mit der Farbe goldene Autos, bla bla bla. So, natürlich bekommt die VIP-Lounge immer als erstes Bescheid, weil die halt VIPs sind. Und dann 10 Minuten später oder so der Rest. So, und dann wisst ihr Bescheid. Und natürlich könnt ihr euch im Discord nochmal absprechen. Mit Jobs und so weiter und so fort. Ihr könnt eure eigenen Treffen machen natürlich. So, und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch der PlayStation-Community beitreten. Die ist hier. Da gebt ihr einfach bei den Communities Gorilla Army ein. Plagge, schön, dass du da bist. So, Wimlook auch. Rustak, grüß dich. So, okay. Hier seht ihr, ihr gebt einfach Gorilla Army bei den Communities ein und dann stellt ihr hier eine Anfrage und dann könnt ihr hier gucken, wenn ihr zum Beispiel nicht bei mir in der Freundesliste seid, könnt ihr hier drüber dann versuchen beizutreten. Natürlich müsst ihr Crewmitglied sein, Leute. Ihr sucht hier dann einfach meinen Namen raus, versucht dann darüber beizutreten, einfach der Sitzung beitreten und wenn ihr meinen Namen nicht finden solltet, hier, da ist er, dann könnt ihr eventuell jemanden beitreten, der hier gerade auch in der Sitzung ist. So, genug gelabert, gucken wir uns die Autos an. Yeah. Das Geile ist halt, Leute, das Geile ist einfach, das muss man einfach so sagen. Jimmy, Alter. Ich glaube, du hast gemerkt, dass ich mich erschrocken habe. Erschrocken. Ja, das habe ich auf jeden Fall, Jimmy. Grüße gehen raus an dich. Leute, alle mal Hashtag StancePotato in den Chat. Der hat mich wieder gekriegt, Digga. Dafür gibt es jetzt die Crewkatze. And you being some hot nigga. Like I talk to shit, I see when I shot niggas. Like you see no. So.
Und um euch einfach mal die Reaktion zu zeigen, die ich gerade wieder hatte. So sah das ungefähr aus. So, okay. Ich war gerade was am Erzählen. Das Geile ist halt wirklich... Was macht der denn? Das Geile ist halt wirklich, Leute. Also Jimmy, vielen lieben Dank. Das Geile ist wirklich, ihr geht einfach, egal in welcher Lobby ihr seid, ja. Wenn ihr Crewmitglieder treffen solltet, die dürfen euch nicht killen. So, die dürfen euch nicht killen. So, und wer euch zum Beispiel killt, so, einmal ist ein Versehen, ist kein Problem. Beim zweiten Mal, macht den Screenshot davon. Wenn da steht 2-0, macht den Screenshot davon, postet das im Discord, dann wird diese Person eine Woche aus der Crew entfernt. So, aber wenn diese Person dreimal euch tötet, dann wird diese Person aus der Crew gebannt und hat bei uns nichts mehr zu suchen. Das sind die Regeln. Und ihr macht einfach einen Screenshot davon, ladet das im Discord hoch und die Sache ist erledigt. Ganz einfach. Also ich behaupte mal, dass wir eine sehr, sehr friedliche Crew sind. So, und die Autos hier. Ah, die Farbe mit den Felgen und so, das sieht auch richtig nice aus. Alter, meine Stimme ist wieder weg. Dankeschön an dieser Stelle. So, auch hier. Sieht richtig geil aus. LG R8, ich wirklich feiere das Auto. So, Dennis Schröder, grüß dich. Was geht? Eddie, dein Feind Eddie nimmt an der Sitzung teil. Lol. An Tom. Mr. Bundles, grüß dich. Boah, der sieht auch richtig gut aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr schönes Auto. Wer hat meinen Heli runtergeschossen? Maverick, ich war es nicht. Aber tu mir einen Gefallen. Bitte sprech das vorher ab, wenn du einen Heli oder sowas holen willst. So, Monte, das sieht auch richtig krass aus. Ich weiß nicht, ob ich die Weißwandreifen drauflassen würde, aber die Felgen, die sehen auf jeden Fall geil aus. Und dann sind die auch noch nicht mal schusssicher. Du hast den Tiefer gelegt. Ehre. So, nee, lass das, Maverick. Mach lieber keine Bilder von oben. Ist nicht schlimm. So, kann ich mit PC bei dir auch in der Lobby rein? X-Gamer, leider ist das Ding halt so. Es geht, dieses Crossplay geht leider nicht. Also PC-Spieler, PlayStation-Spieler können leider nicht miteinander spielen. Ich glaube, bis auf ein paar wenige Ausnahmenspiele. Ja. Ich glaube, Fortnite und Rocket League. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Genau, Gorilla ist auch bei Instagram, Leute. Könnt ihr gerne folgen, wenn ihr wollt. Oh, Niklas, der sieht auch richtig nice aus. Geil. Sehr, sehr schöne Autos. Sehr, sehr geil getuned. Richtig geil. Auch hier die Farbe, die ballert richtig. Richtig nice. Schön. Waffe einstecken. Geil. Sehr, sehr geil. Der Profi erwähnen. Auch geil. Sehr schön. Leute, kommt. Kommen alle hier hin. So, und macht bitte mal als Aktion tanzen. Lass uns mal eine Runde tanzen. So, und nicht erschrecken. Jetzt mache ich mal hier ein bisschen lauter. Wir warten den nächsten Schlag ab. Und gleich, wenn es losgeht, Leute, tanzen wir alle zusammen. Ey, das sieht so geil aus, ohne Witz. Lauter. Move it, 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 move it
gleich zu. Oh, Leute. Okay, Leute, genug getanzt. Ich bin aber auch außer Atem, muss ich sagen. Du musst bei Insta schauen. Digga, ich kann jetzt gerade nicht auf mein Handy. Was ist denn da los, Eli? Lass uns weiterfahren, Leute. Alle bitte einsteigen. Nächster Spot. Ich warte, bis alle im Auto sind. Ach, scheiß drauf. So verrückt. Oh Mann, ey. Ihr könnt doch nicht mal hier vernünftig rausfahren. Mein Gott, ey. So, Ben, danke dir. Let's go. Warum liegen die Feuerwehrmänner hier? Die haben die sich totgetanzt. Oh Mann. LOL. Okay, Maverick. Nimm die Rampe um. Sag bitte einen geilen Paintjob. Da musst du abwarten einfach, Dicker. Guck einfach bei unseren Crewfarben sonst. Wie heißt das Auto? Das ist der Karin 190Z. Eddie. 3, 2, 1, Aufnahme. Ich will in die Crew, aber wird nicht angenommen. Ja, Vero, Digga, da musst du es richtig machen, dann wirst du auch angenommen. Alter, ich bin gerade voll am Verdursten. Ich glaube, ich muss noch erstmal was trinken. Wir suchen uns erstmal einen Platz, wo, damit ich in Ruhe trinken kann. Andreas Joost, hi, grüß dich, herzlich willkommen.
Am besten nehmen wir einen gut beleuchteten Platz. Das Lied ist auch geil. Anthony, in der nächsten Sitzung machen wir das Thema Muscle Cars, weil wir in der nächsten Sitzung direkt den Job starten. Kennst du das Gefühl, wenn du zufrieden bist mit etwas oder einer Situation, aber ist auch unzufrieden, weil es besser anders sein könnte? Guck mal, Letzmann, das Ding ist, du musst dir immer vorstellen, es könnte auch immer schlechter sein oder schlimmer sein. Und deswegen sei immer zufrieden mit dem, was du hast. Ich will jetzt hier nicht einen auf Big Daddy machen oder, keine Ahnung, Priester oder Pfarrer, aber es ist einfach so. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Ihr wisst, ich habe mir in letzter Zeit oder in den letzten Tagen habe ich mir wirklich schwer einen Kopf gemacht wegen dieser scheiß PayPal-Geschichte. Das hat mich so dermaßen runtergezogen, sei ich ganz ehrlich. Aber ich habe mir einfach gedacht, weißt du was, sei doch einfach froh mit dem, was du hast und glücklich mit dem, was du schon erreicht hast, geschafft hast und so. Und das hat mich so ein bisschen motiviert, wieder weiterzumachen. So, Ryan, what time is stream finishing? I guess in an hour. Ryan, Grandline, was sind eigentlich für dich so typische Autos von einer Mafia? Also, wenn du mich so fragst, so Autos so für eine Mafia, das sind so SUVs, Limousinen, Coupés, geht auch noch. So, auch was so Richtung Luxus geht, das geht auch auf jeden Fall klar. Olymp, was für eine Paypal-Geschichte. Ist lange her, da will ich ehrlich gesagt jetzt nicht drüber reden. Auf jeden Fall hatte ich da negative Erfahrungen gemacht mit jemandem, der seine Spenden zurückgezogen hatte. Aber das Ding habe ich jetzt halt hinter mir und ich fühle mich eigentlich irgendwie gerade befreit, auch wenn die Situation trotzdem eigentlich nicht so gut war. Aber ich mach trotzdem so das Beste daraus, Leute. Mach einfach das Beste daraus und scheiß drauf. Es gibt immer jemanden, dem geht's schlechter als dir. Und deswegen nicht den Kopf hängen lassen, weitermachen, motivieren, Kopf waschen und dann wieder in den Alltag reinsteigen. Nebenbei die Garagen sortieren und Stream schauen. Perfekt. Nice Asphalt Outlast. Das mache ich auch, Leute, beziehungsweise das habe ich auch schon gemacht. Alle meine Garagen sind sortiert. Wusstet ihr das? Es scheint alles gut zu sein, aber es ist alles andere als gut. Es braucht einfach nur noch eine Zeit, bis alles knallhart kommt und es fängt schon langsam. Optimistisch denken hilft da leider nicht. Alter, Nils, ey, mach dir mal nicht so einen Kopf, Digga. Mach dir keinen Depri. Ohne Witz, wenn ihr euch selber deprimiert oder Depri reinzieht oder immer über solche Sachen nachdenkt, dann zieht ihr euch unnötig runter. Mach das Beste draus. Denk einfach daran, dass du einfach trotzdem tolle Menschen um dich vielleicht herum hast und auf jeden Fall eine tolle Crew um dich herum hast. Lebe hier, lebe jetzt, bis man schaut, sind 20 Jahre um, dann weiß man nicht, wo die Zeit hin ist. Ganz genau, Plagge. So, gerade ist es wieder da. Andrew, das Motto ist momentan japanische Fahrzeuge. Hast du auch schon mal ein Lowrider-Tuning-Treffen gemacht? Kein Problem, Ben. Ja, habe ich. Schon öfters, also wir nehmen verschiedene Themen durch, muss ich sagen. Und hin und wieder wiederholt sich das eine oder andere, aber es ist immer wieder geil. Ich wäre erstmal froh, wenn ich eine Garage voll bekomme. Also Adai, wie gesagt, sonst kannst du dir auch mal jemanden aus der Crew suchen, der dir da weiterhilft und dir ein paar Autos schenkt. Tolle Menschen und tolles Essen. Tommy. Also, welches Motto ist gerade? Japanische Fahrzeuge, Leute. JDM ist das Thema. Platz in der Lobby? Nope. Und ich würde sagen, bei der nächsten, beim nächsten Spot kommt eine Fahrzeugbewertung, Leute. So, und natürlich für die, die neu eingeschaltet haben, würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lässt, Leute. Oder auch ein Abo.
Okay, der braucht keine Mitfahrgelegenheit. Bin gerade in die Lobby gerutscht. Lol, Björn. Dankeschön. Dankeschön, Plagge. Jetzt kommt das beste Lied. Grüße gehen raus an Adai. So, tut mir einen Gefallen, Leute. Bitte alle aus dem Motorradclub raus. Lol, rein zufällig steht hier ein japanischer Offroader. So, wir machen jetzt Folgendes, Leute. Wir parken die Autos so zur Straße hin. So schräg. Bitte nicht auf die Straße, also nicht so, sondern wirklich so. Und dann die Lichter einschalten. Geht der Pacific Standard Glitch mit dem Kuruma noch? Das weiß ich nicht. Da musst du den Chat mal fragen, Lucky. Chat, was sagt ihr? Ja, Alter, das Lied kennst du. Boah, richtig geile Autos dabei. Sehr, sehr schön, Bacardi. Runny, komm, lass mal Heli weg. Komm, in Zukunft lassen wir das einfach mit den Helis. Boah, richtig geil, das gefällt mir auch richtig gut. Party. Egal ist, vielleicht kommt das heute noch. Anthony, das war eine gute Entscheidung. Starduster, moin, grüß dich. Autos parken und dann tanzen, Leute. Oh, gib ihn, ganz genau, Plug. Okay. So, wir warten, bis jetzt die letzten hier geparkt haben. So, diese Musik jetzt, die jetzt so kommt, so mit diesem Beat, so, das ist nicht so mein Fall. Okay, ich schalte mal die Musik vielleicht um. Bosnien, Digga, einmal um die Straße so parken, ja? So, also nicht direkt auf der Straße, sondern wirklich der Straße entlang. Why, Zeki? Das ist aber kein Japaner. Rapix, moin, grüß dich, was geht? So, wir wechseln mal. Nick, nein, es ist noch kein Wochenende. So, okay. Ich würde sagen, ihr habt Zeit bis 1 Uhr in der Nacht, Ingame-Zeit, euch für das beste Auto hier zu entscheiden, Leute. Wer hat hier das beste Auto? Bis 1 Uhr in der Nacht, Ingame-Zeit. Guckt euch die Autos an.
So, ich guck mal hier jetzt mit euch nochmal zusammen. So, Baumeister Memo. So, Memo, du musst jetzt nur noch was auf deiner Pinnwand draufschreiben. Dann wirst du angenommen. So, Adalmin. So, Adalmin wird angenommen. So, dann haben wir hier Adam. Ist zufällig blockiert. Warum wohl? So, Standard Nice. So, dieser Benutzer teilt seine Pinwand nicht. Auch hier bitte auf öffentlich machen. Dann wirst du angenommen. Das Ding ist halt, Leute. Ihr dürft euch nicht wundern, wenn manche Leute schon vorher blockiert sind, bevor sie überhaupt in die Crew kommen. Das sind einfach Leute, die in der Vergangenheit negativ aufgefallen sind, Scheiße gebaut haben oder sonst irgendwas, oder einfach in Crews sind, die so Abfucker sind. So, und die Leute habe ich dann von vornherein gebannt. Die haben keine Möglichkeit, hier reinzukommen. Und jetzt dadurch, dass die Möglichkeit jetzt ist, dass man seinen Namen einfach ändern kann, denken diese Leute, ich habe jetzt einen neuen Namen, da kann ich doch bestimmt wieder rein. Nope. Ihr könnt nie wieder hier bei uns in den Tuning-Treffen mitmachen. Nie wieder. Hike, grüß dich. Vero, bin's Standard Nice, okay. Also wie gesagt, ihr müsst auf öffentlich machen, dann werdet ihr angenommen. Alter, ich hasse so Musik. Nee. Das ist mir so Kirmesmusik. Ah. Okay. Ja, Seki, also, guck mal, die Banshee, so, erste Regel, Leute, ihr dürft eure Autos nicht hier vor Ort tiefer legen, das müsstet ihr so langsam wissen. Was passiert denn, wenn ihr Bullen habt? Wo kommen die Bullen hin? Ganz genau, die kommen hier hin. Deswegen müsst ihr euch wirklich an den Arsch der Welt bewegen. So, Gades, du wolltest das Lied haben. Dann kriegst du das Lied. Yeah, Sanderlord. Mir geht's gut. Hoffe bei dir auch. LOL. Ach, so geil. Nicht wundern, dass die Platte jetzt springt. Steve, du brauchst im Prinzip jetzt gar kein Auto zu bringen, weil wir jetzt die Lobby gleich wechseln. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute hier. Richtig nice. Drei. Ich sag gleich was zu der Banshee. Okay, wir haben einen Gewinner. Glückwunsch an... Also Glückwunsch an Maverick. Bestes Auto. Grüße gehen raus. So, wir wechseln die Sitzung, Leute. Es wird Zeit. Wir sammeln uns jetzt nur in der nächsten Sitzung. Und dann starte ich, sobald die Lobby voll ist. So, okay. Also das Ding mit der Banshee ist, es ist nicht verkehrt mit der RX-7 Theorie, weil die Banshee, die hat wirklich vom RX-7 aus Tokyo Drift das Design, wenn man richtig guckt. Aber da das Auto in dem Spiel ein Bravado ist, zählen wir den als Amerikaner bei uns. So, Sammy, hi, grüß dich. Genau, jetzt Muscle Cars.
Hab Like da gelassen. Bin auch schon wieder weg. Lukas, ich danke dir. Vielen lieben Dank. Viel Spaß bei dem, was du machst. Abracadabra. Oh nein, jetzt fängt das hier gleich wieder ein. Jetzt kommt das Lied. Schreib mal rein, wer kennt das Lied direkt? Nein. Jetzt geht's los, Leute. Abracadabra. Nein, nein. Ja, Tomnik, kannst du haben. Finde dich voll korrekt und mit dir macht es immer Spaß, deine Streams zu gucken. Dankeschön. Mohammed, ich war lange nicht da, aber schön, dass du wieder da bist. Bestes Lied. Daniel, was meinst du damit? So, okay, also ich sage euch, was ich jetzt vorhab. Also wir machen jetzt so ein kleines Muscle-Car-Ding. Wir sammeln uns jetzt einfach mit unseren Muscle-Cars. Ich gucke, dass die Lobby voll ist und wenn sie voll ist, starte ich dann gleich das Drag Race, beziehungsweise den Job dazu. Aber ich glaube, ich werde die Felgen hier nochmal ändern. Und das Design. Abracadabra. Schuster, danke dir. Das ist alles in Ordnung. Genau, ich wollte nur das Design drauf machen. Ja. Boah, das sieht auch geil aus. Was steht da? JP Performance? Nein. Die Class Racing Performance, okay. Obwohl, das sieht auch richtig geil aus. Ich glaube, ich mache das drauf. Egal. Will ein GTA mit den Tuning-Möglichkeiten von Need for Speed. Ohne Witz, Jimmy, das wäre so die perfekte Mischung. Ohne Witz. So, Muscle Cafe. Oh, mein Handy. Wo ist denn mein Handy? Hä? Mein Handy. Ryan Muscle Cars. Hallo? Ja? Ja, Muscle Cars, ganz genau. Ja, bist du dabei? Ja, okay, dann bis gleich. Jo, auf Wiedersehen. So, okay, Muscle Cars, Leute. So. 3, 2, 1, Aufnahme. Auf geht's, Leute. So, 25 Leute sind drin. 5 Leute können noch rein. Dieses Lied ohne Witz. Also, sowas findet ihr nur bei mir. Ja, gebe ich dir, Tomnik. So, 26 Leute.
So, Bacardi, ich bräuchte mal was zu trinken, Digga. So, Anluma, grüß dich. Du kannst dich jetzt auf was einstellen. Boah, sehr schöne Autos hier. Mr. Masuka, bitte aus dem Passivmodus raus. Ja, Anluma, wir haben mittlerweile das Thema gewechselt. Und das Thema sind jetzt Muscle Cars. Route 68. Moment. Ich glaube, Simon, wir machen Standard, oder? Was meinst du? Ey, chill, Digga, chill. Wer ist denn das? Björn. Hat heute wirklich einen Bleifluster. Alles klar. Hey, was geht? Schau nur kurz rein. Rufen, danke dir. Und danke für deine Unterstützung, Digga. Musst du doch da bleiben, lol. Bin noch mal in die Sitzung gekommen. Nice, Schuster. Kannst du mich in der Crew annehmen? Ich gucke jetzt nochmal nach Crew-Anfragen. Zusammen mit euch, Leute. So, einmal hier aktualisieren. So, also ich habe hier keine neuen Crew-Anfragen. Und deswegen kann ich auch nichts annehmen. Okay, zurück zu Blazy. 29 Leute sind drin. So, tut mir gleich alle einen Gefallen. Ja, Simon, können wir machen. Wieso nicht? Werden wir machen. Ich glaube, das machen wir auch. Komm. Fully Drag Kit. Okay. Wow, Zeki, richtig nice. Richtig geil. Okay. So, okay, sehr gut. Gut, gut, gut. Ich muss erstmal suchen, Leute. Was für Kopfhörer nutzt du? Ich habe hier Bose Kopfhörer, Klinke. Mit Klinke. So, ich glaube, das ist es. Ja. Glückwunsch, JD. JD hat den Führerschein bestanden. Okay, Leute, ich lade euch jetzt alle ein und ich bitte euch, die Einladung anzunehmen, weil wir das Ganze in dem Job durchziehen werden. Ich hoffe, ich habe den richtigen Job ausgewählt. Anluma, wir werden gleich ein Drag Race machen mit den Muscle Cars. Ich bin mir sicher, das hast du in GTA noch nicht gesehen, was jetzt kommt. Das hoffen wir alle. Du musst das mal umbenennen. Ja, das stimmt, wenn ich nicht so ein fauler Sack wäre. Ich glaube aber, ich habe sogar das Falsche genommen, Simon. Okay, wäre einer so lieb, auch immer zwischendurch reinzuschreiben, was wir hier machen?
So, bitte beitreten. Es waren gerade 29 Leute in der Sitzung. So, okay, Gades, mach das. So, okay, ich erkläre jetzt gleich mal, was wir machen. Vero, werde ich nach dem Stream machen wahrscheinlich. So, okay. Es findet jetzt ein Muscle Car Drag Race statt. Es wird so verlaufen. Ich bitte euch, auf euch selber $1000 zu setzen. Wenn ihr das Geld nicht habt, ist nicht schlimm. So, okay, dann wird es so verlaufen. Wir bleiben am Anfang erstmal alle stehen. Und dann werde ich euch die Strecke mal kurz zeigen. Ihr fährt mir alle gleich hinterher. Aber am Anfang bleiben wir erstmal stehen. So. Ryan, I sent you another one. Der Drag King, der aktuelle Drag King, muss ich gerade gucken, wer das ist. So, das ist ja die King-Kategorie bei uns. Und der aktuelle Drag King ist Jibu. So. Ja. Und der nächste, der hier heute gewinnen wird, wird Jibo wahrscheinlich dann ablösen, weil Jibo leider nicht da sein kann. Okay, ich würde sagen, wir starten, Leute. So, also bitte tut mir einen Gefallen, wenn ihr könnt. Dankeschön, Gades. Vielen lieben Dank, Digga. Am Anfang, genau, stehen bleiben. So, wenn ihr könnt, bitte ein 1000 auf euch selber setzen. Und am Anfang bleiben wir stehen. Dann sammle ich euch sozusagen ein. So, okay. Sag Bescheid, wenn ich deinen nehmen soll. Tomnik, sag ich dir dann. Richtig cool, machst immer coole Events wie das Drag Race hier oder letztens das Bergrennen und die ganzen Spiele. Ich feier dich. Jim, Digga, ich danke dir. Vielen lieben Dank. Also ich wirklich, und ich kann es auch nur immer wieder sagen, ich mache das auch immer mit meinen Jungs, die mich hier super unterstützen. So, stehen bleiben. So, Rockstar fährt einfach. Ich weiß nicht, der guckt, glaube ich, gerade nicht den Stream. Wir warten jetzt hier trotzdem. Also der Rest hat es eigentlich verstanden oder mitgekriegt. So, geh wieder, Rockstar, geh wieder auf deinen Platz zurück. So. An dieser Stelle auch nochmal, Leute, das ist ein GTA-Rennen, aber ihr dürft keine Waffen benutzen oder sonst irgendwas. Plagge, schön, dass du da warst, Digga. Ehrenmann. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine gute Nacht, Digga. So, okay, Leute, wir fahren jetzt hier mal langsam los. Ich werde euch nämlich kurz die Strecke zeigen. Bitte folgen. Und schön gesittet. Könnte hier ein bisschen eng sein. So, also das ist eigentlich schon die Rückführung der Strecke. Ich werde es euch aber gleich nochmal richtig zeigen. Rainer, ich wusste, dass ausgerechnet du das schreiben wirst. So. So, bitte folgen.
Oh, Max, tut mir leid für dich, Digga. Aber schön, dass du trotzdem zuschaust, Digga. Ist nicht schlimm. Diese Events, wir machen die öfters. Chris, danke dir für dein Abo. So, okay. Einmal bitte mitkommen. So, hier fängt es schon an. Bitte links und rechts einordnen. So. Dann stellt ihr euch hier an. Ihr bleibt hier erstmal an dem ersten Reifenstapel stehen. So, okay. Das ist die Aufwärmstation der Reifen. So. Ihr wärmt hier die Reifen auf. Und dann fährt ihr hier bis zur Linie hier vor. Mit der Stoßstange bis zur Linie. Und die Leute, die dahinter sind, die bleiben bei dem Reifenstapel dann wieder da stehen. So, Zeki, komm mal auch neben mir. So. Und ich werde mich gleich oben hinstellen. Und es ertönt gleich ein Signal. Hier oben darf sich kein anderer hinstellen. Nur ich. So, okay. Ich mach mal ganz kurz die Musik leiser. So, okay. Ich guck dann so nach beiden, ne? Wenn beide bereit sind, kommt dieses Signal. Das kann man eigentlich nicht überhören. So. Und dann fährt ihr durch bis zum Ende und wer zuerst die Ziellinie überquert, hat halt gewonnen. So. Also wie gesagt, hier oben kommt gleich keiner hin. So, und ich hatte ja gesagt, wir haben hier jemanden drinne, der leider nichts hören kann. Ja. Bei dem werde ich Folgendes machen. Da werde ich die Leuchtpistole rausholen. Und sobald ich die Leuchtpistole dann abschieße bei ihm, müsst ihr Gas geben. So, Garde, schreib das bitte nochmal rein. Ich wäre dir sehr, sehr dankbar. So, okay. Ganz einfach, Leute. Wir machen jetzt hier ein, zwei Aufwärmrunden. So, wenn ich, sag ich mal, schieße, dann heißt das für Konstantin, dass wir fahren können, okay? Also derjenige, der gerade dann mit Konstantin fährt, der gilt dann nicht das Signal, das man hört. Dann gilt das Signal, das man sieht. Darf ich mit deinem Auto fahren? Björn, du kannst auch mit meinem Auto fahren. Du und Tomnik war das, glaube ich. So, wir fahren jetzt erstmal, okay, wir machen hier erstmal so einen Probelauf. Also wir fahren dann hier so Vollgas halt durch. So, kommt ruhig alle, fahrt ruhig einmal durch. So, und bis hierhin, bis zum Ziel. So, hier ist das Ziel. So, okay. Gewinner ist Gewinner, Verlierer ist Verlierer. Und dann fährt ihr einfach hier über diese Rückführung wieder zurück. So, eigentlich recht easy. So, und ich würde sagen, das Event wird jetzt gleich starten. Wir machen, wie gesagt, ein, zwei Aufwärmrunden, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Und ich sage direkt Bescheid, sobald das Event richtig startet. Eigentlich wollte ich diese Strecke hier nicht nehmen. Das ist nicht die Strecke, wo ich dachte, dass sie es ist. So, okay. Tomnik und Björn, einmal zu mir kommen, ihr könnt mein Auto haben. So, morgen kommt wahrscheinlich auch wieder ein Event. Und zwar werde ich morgen wahrscheinlich den Tuner King werden wir machen. So, Tomnik und Björn, also Björn ist schon da. Björn kann den schon mal haben. Kein Problem. So, dann haben wir Tomnik. Okay, warte, Tomnik, ich gebe dir auch. Ist egal, wer von euch jetzt das erste Auto oder das zweite bekommt. Rainer. So, okay. Bitteschön, auch an Tomnik hier. Zack. Kein Problem. Gern geschehen. Okay, Leute. Wir machen dann erstmal ein paar Probeläufe. Ich gebe das Signal oben und gucken wir einfach. So,
Da haben wir jetzt das Beispiel, Konstantin ist hier, Leute. Und da machen wir dann gleich mit der Leuchtpistole. So, Simon versus Jim. So, und das Ganze sieht dann so aus. So, Maverick versus Niklas. So, also wie gesagt, das sind jetzt nur Aufwärmrunden, Leute. Nur zum Aufwärmen. Da war das Signal, Leute. Ihr müsst schon drauf hören. Nee, Simon, ich meinte eine andere Strecke. Lol, wie hat er das denn jetzt hier gemacht? So, Bosnias versus Rap. Dennis, schön, dass du da warst. So, Wimluck versus Killer. Oha. Ich meinte die. Ah, okay. Alles klar, Simon. So. Also ich muss schon sagen, hier das mit dieser Dings, das nervt mich eigentlich. Mit dem Ding, was vor mir steht. Komme ich hier irgendwie hoch? So, wichtig ist, dass ihr natürlich auf eurer Seite bleibt. So, Hordak versus Ronnie. So, Thomas versus This is Blaze. Und nicht reinknallen oder so. Alles klar, Jimmy, das musst du mir auf jeden Fall sagen. So, Rockstocks versus Konstantin. Wer hat denn jetzt hier die... hat hier jemand schon was geschossen oder was? Da hinten. Wer war das denn? Also Leute, wie gesagt, ich verstehe bei sowas keine Scherze. Plein versus Anuma. Bitte auf eurer Strecke bleiben. So, Maverick versus Monte. Der Wheelie Master ist wieder da. Alles klar, da bin ich mal gespannt, Fingo. So, Joker Bra versus Jim Button. Sehr schön. Simon versus Niklas. Wow. Vielleicht nochmal an dieser Stelle, wenn man einen Unfall baut, ne, wegen den Wheelies, damit dürft ihr trotzdem nicht wiederholen. So, Bosnias versus Failed. So, okay. Das waren die Probeläufe. So, jetzt fängt es an, Leute. Jetzt geht das Duell los. Und zwar läuft es wie folgt. Der Gewinner darf immer weiterfahren. Der Verlierer, der muss sein Auto irgendwo abstellen
Und muss sich dann entweder auf diese Tribüne hier stellen, hier auf diese Tribüne, die Verlierer, oder auf die gegenüberliegende. So, wer verloren hat, ist raus. Wer gewinnt, darf weiterfahren. So, dann noch eine Kleinigkeit. Wer einfach so das Rennen verlässt, ja, weil er verloren hat oder so, und wirklich das nachvollziehbar ist, dass er deswegen rausgegangen ist oder so, den kicke ich aus der Crew, weil ich toleriere das nicht, dass hier Leute sind, die hier sich richtig Mühe geben und wirklich gewinnen möchten und die dann, weil Leute dann, keine Ahnung, sauer sind, dass sie verloren haben, rausgehen, quitten oder so. Das machen wir nicht. Wir machen Fairplay, Leute. So, okay. An dieser Stelle vielleicht, Simon, wäre gut, wenn du das Signal hier oben übernehmen kannst. Ich lade dich jetzt mal in die Party ein. So, und dass du das eventuell machst. So, dann kann ich nämlich das von einer anderen Stelle aus beobachten. So, wir warten kurz. Okay, Leute, wie gesagt, es geht jetzt los. Also Simon, übernimm bitte du dann hier weiter. Ich stelle mich woanders hin, damit ich das Ganze hier besser nachvollziehen kann. So, und mach das einfach nach Belieben, wie du das möchtest. So, wir haben hier Rap versus Killer. So, und wir sehen, Rap ist etwas in Führung. Jetzt muss ich hier auf der Karte gucken. Das ist ziemlich knapp, aber ich würde sagen, Rap ist mit einer Nasenspitze vorne und hat somit auch gewonnen. So, Tomnik versus Wimlook. Okay. So, Wimlook hat einen sehr, sehr krassen Start hingelegt mit seinem Dominator. Tomnik direkt hinterher. Mal gucken, ob der Wimlook seine Führung beibehalten kann. Und so wie es aussieht, gewinnt er auch. Wimlook ist somit weiter. So, Fingo versus Ghost. So, oh, da war so ein kleiner Fehlstart, was ihm den Sieg gekostet hat. Ich glaube, es war Ghost Toxic und Fingo zieht knallhart durch und gewinnt somit. Dann haben wir die nächsten. King Soju versus Zeki. Wow, da war der erste Unfall wegen einem Wheelie, Leute. Ganz, ganz gefährlich. Das hat ihm wahrscheinlich den Sieg gekostet, dem King Sujuk. Und der Zeki nutzt das natürlich knallhart aus und zieht durch. So, warte mal. Warum ist er jetzt direkt losgefahren? Also, wer hat denn die Leuchtpistole geschossen? Simon, warst du das? So, wenn du das warst, ist das in Ordnung. Okay, den nächsten, den ich erwische, der das macht, der die Leuchtpistole abfeuert, der fliegt hier direkt raus. Kann mir einer sagen, wer das war? Wenn derjenige jetzt nicht reinschreibt und sich dafür entschuldigt, der fliegt direkt raus. So, okay, wir haben Thomas gegen Ronnie. So, machen wir erstmal weiter. So, oh, hier auch wieder. Also man muss schon sagen, die Wheelies, die können auch zu einem Crash führen, muss man echt sagen. So, und Ronnie überquert als erster die Linie und ist somit weiter. So, als nächstes haben wir Maverick versus Blaze. Das wird ein spannendes Rennen, Leute. So, Maverick fährt auf Nummer sicher. Und
This Is Blaze zieht knallhart nach vorne, hat einen richtig guten Wheelie hinbekommen. Ich habe echt gedacht, dass er wirklich Probleme haben wird, aber nein. Warum darf Simon Sachen machen, was andere nicht dürfen? Sergio, Simon, ihr müsst euch vorstellen, Simon steht ganz woanders. Da braucht sich keiner mit vergleichen. Alles klar? Also, damit das einmal klargestellt ist, Simon ist hier ganz woanders. So, und damit ist das Thema auch direkt durch. So, Joker Bra versus Anluma. So, und Anluma hat einen sehr, sehr guten Start hingelegt. Und Joker Bra direkt hinterher. So, und Anluma geht in Führung. Hat Linie überquert. Ist noch K.O.-Kriterium. Wie meinst du Linie überquert? Maverick, erklär das bitte. So, Plein versus Montenegro. Daniel, nicht nur weil Simon Commissioner ist, ihr könnt das ungefähr so sehen. Das Wort von Simon zählt genauso wie mein Wort, ja? So könnt ihr euch das vorstellen, Leute. So, okay. Also wie gesagt, ihr habt da oben nichts verloren, Leute. Nur Simon steht jetzt da oben. Bei meinem Rennen gegen den roten Yosemite Jack ist er über die Mittellinie zu mir auf die Spur. Dann würde ich sagen, Maverick und wer das auch immer war, wiederholen. Ich habe gesagt, ihr sollt auf eurer eigenen Spur bleiben. Okay, Rap versus Jim Button. So, okay. Rap hat einen kleinen Wheelie gemacht. Jim Button ist direkt nach vorne gedrischt, ohne einen Wheelie. Und Rap, hat der Wheelie dem wirklich was gebracht? Anscheinend schon. So, Anluma, nein, es war nicht von dir die Rede. Es war von einem anderen Rennen die Rede. Niklas versus Wimluck. Du hast gewonnen, Anluma. Du bist ja gerade gegen Joker gefahren. So, und hier steht Niklas ganz weit vorne. Und gewinnt. So, dann haben wir die nächsten. So, Hordak versus Ferliet. Ja, ganz genau, Daniel. Also, Commissioner, natürlich, da brauchen wir nicht groß drüber zu reden. Commissioner sind nicht umsonst Commissioner. This Is Blaze war das. Okay, This Is Blaze und Maverick wiederholen jetzt gleich. Anluma, du hast gerade gewonnen gegen Joe Cabra. Du warst nicht damit gemeint. So, okay, der ist weiter. So, Björn versus Bosnias. Beide mit dem Yosemite Truck. So, Björn, bring keine Schande über mein Haupt. Du hast mein Auto. Tomnik hat schon das erste Rennen verloren mit meinem Auto. So, und so wie es aussieht, es ist sehr, sehr knapp, aber es hat wahrscheinlich nicht gereicht. So, Runny versus Fingo. So, okay, Fingo hat einen leichten Wheelie gemacht. Und ist im Rückstand. Nein. Und Fingo hat dieses Rennen verloren. So, okay. So, wir warten. So. Okay, ich glaube, Konstantin weiß das nicht. Eiko, Tyran, hau rein, schön, dass du da bist. Ich würde sagen, der Nächste, bitte vorfahren. Bitte, Gades, einmal reinschreiben, dass Konstantin nicht selber die die Leuchtpistole abschießen soll, sondern dass Simon das macht. So, okay, Maverick versus Zeki, würde ich sagen.
So, okay. Maverick versus Zeki. Also, LG Failiot, du kannst nicht ohne zu fragen ein Auto nehmen, was dir nicht gehört. So, oh, das war ein krasser Start. So, ganz, ganz knapp. Die sind beide. Oh, jetzt kommt Emre ein bisschen nach vorne. Und laut Karte ist auch Emre als erster durch die Linie. So, Rap versus This Is Blaze. Oha, oje. So, aber Rap ganz klar in Führung und This Is Blaze dahinter. Ich weiß jetzt nicht, wie Konstantin hier im Chat heißt. So, kann ihn einer bitte schreiben, bitte? Er heißt Konstantin-510. So, LG Failiot versus Monte. So, Failiot hat einen Fehlstart hingelegt. Das Ding wird gleich wiederholt. Dieses Rennen zählt hier nicht. Failiot ist zu früh losgefahren. Passiert das nochmal, wirst du disqualifiziert. So, Runny versus Anluma. So, also Anluma auf jeden Fall eine gute Beschleunigung. Aber Runny im Hustler zieht richtig gut nach vorne und hat eine richtig gute Geschwindigkeit und ist deswegen auch hier in Führung. Spielst du auf PC, Günther? Nein, das ist PlayStation 4. So, Bosnias versus Niklas. Niklas, das wird hier auch wiederholt. Niklas versus Bosnias. Leute. Okay, warte. Obwohl, das hat sich gerade geklärt, weil Bosnias hat hier ganz klar gewonnen. So. Gut, dann wird das hier nicht wiederholt. Niklas versus Bosnias. Bosnias hat gewonnen. Also, wer hier Frühstart macht, der wird disqualifiziert. So, Rap versus Konstantin. So, Simon, Leuchtpistole. Sehr gut. Also, ich, ohne Witz, ich finde es einfach nur geil und krass. Boah, guckt euch das mal an. Konstantin gewinnt gegen Rap. Krass. Also ich muss ehrlich sagen, echt toll, dass hier alle so mitzieht und das so respektiert, wirklich, ohne Witz. Runny versus Zeki. Simon Mutsch, du kannst wahrscheinlich beim nächsten Mal mitmachen. Der erste Link in der Videobeschreibung, du musst Mitglied in der Crew sein. Und beim nächsten Stream bist du dann wahrscheinlich dabei. So, okay. Hier Zeki ganz knapp dahinter. Und davor haben wir Runny, der das Ding auch ganz knapp nach Hause fährt. So, Monte versus Failiot. Ja, Jim, ohne Witz. Respekt. Ah, zurück. Das war ein Fehlstart von Monte. Und die beiden wiederholen jetzt wieder. Bin in der Lobby. Okay. Aber nicht hier in diesem Job, oder? So, wo ist denn der Rest hier? Warum, vor allen Dingen, warum steht da ein Auto? So, okay, ich stelle mich jetzt gerade wieder nach vorne und dann geht's direkt weiter. So, Failiot versus Monte.
So, verliert ein, ja, ein bisschen besserer Start. Aber irgendwie konnte Monte, glaube ich, nochmal richtig reinhauen. Und die sind fast gleich auf. Und Monte wirklich mit einer Wagen, noch nicht mal eine Wagenlänge hinter. Und Ferliet gewinnt ganz, ganz knapp davor. So, dann haben wir Bosnias versus Ronnie. So, Ronnie auf Nummer sicher und lässt den Wheelie weg. Und kann somit gewinnen. So, wo sind die nächsten? Leute, tut mir mal einen Gefallen. Geht mal bitte auf die Tribünen. Was ist das für ein Auto, was jetzt alle auf einmal haben? Also theoretisch benutzt hier jeder sein eigenes Auto. So, okay. Wir brauchen einen Gegner. Also ich meine, Konstantin hatte vorhin gewonnen. Kann jemand Konstantin bitte anschreiben, dass er auch gleich nochmal kommen soll? So, LG verliert versus Ronnie. Okay. So, Ronnie auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Start hingelegt. Ganz, ganz sicher. Und fährt das Ding easy nach Hause. Und ich glaube, wir haben jetzt ein Finale, Leute. Sergio, mach's gut. Schön, dass du da warst. So, okay. Jetzt kommt das Finale, Leute. Ronnie versus Konstantin. Aber Konstantin hatte doch gerade gewonnen. Warum steht er auf der Bühne? Hab ihm geschrieben, okay, danke euch. Danke euch, Jungs. Danke, dass ihr den geschrieben habt. So, wo ist Ronnie? Okay. Also, okay, die anderen sind zwar mit den anderen gefahren. Warte, Simon. Aber es hat nichts genützt, Leute. Am Ende sind wirklich die weitergekommen, die mit ihren eigenen Autos gefahren sind. Und das finde ich doch sehr, sehr gut. So, warte, ich stelle mich mal hier vorne hin. Moment. Scheiße. So, okay, Leute. Jetzt kommt das Finale zwischen Konstantin und Ronnie. Wer jetzt hier gewinnt, ist der Gewinner und wird zum Drag King. Simon, du hast das Signal. So, okay, das war auf jeden Fall ein krasser Start. Beide sehr gut dabei. Und Ronnie ganz klar gewonnen. Grüße gehen raus an Ronnie, der hier der neue Drag King ist. So, und ich bitte euch jetzt einfach mal alle. Mir jetzt zu folgen, Respawn zu drücken. Mir zu folgen, Leute. Denn jetzt kommt die Siegerehrung. So, bitte ordentlich folgen. Danke nochmal an Simon, der mir hier so gut geholfen hat. So, bei dem Spot, wo wir jetzt hinfahren, bitte ich euch alle gleich zu parken.
Alter, bei der Musik schläfst du ja hier ein. Also, okay, dann bitte ich Runny, bitte hier hinzukommen. Beziehungsweise, der kann sich genau hier hinstellen. Neben den Kaugummi-Automaten. Den habe ich zum ersten Mal in dieser ganzen GTA-Geschichte gesehen. Diesen Kaugummi-Automaten, der ist mir noch nicht mal aufgefallen beim Erbauen dieser Strecke. LOL! Ja. Da ist auch nichts mehr übrig geblieben. So, Runny, bitte dreh dein Auto. Dreh dein Auto in die Richtung. Und wenn alle geparkt haben, bitte ich euch dann auszusteigen und die Leuchtpistole in die Hand zu nehmen. Es wäre auf jeden Fall geil gewesen, wenn Konstantin natürlich auch gewonnen hätte, gerade wegen dieser Sache. Aber es hat halt der gewonnen, der schneller war. So, sucht euch einfach einen Platz, wo ihr jetzt gerade parken könnt. Kommt reingefahren. Kommt alle reingefahren. So, also wie gesagt, wenn ihr geparkt habt, Leute, bitte aussteigen. Nehmt die Leuchtpistole in die Hand und kommt zu mir. So, und Runny, herzlichen Glückwunsch. Alle mal Runny hoch. Glückwunsch. Oh, bitte nur einmal schießen, Leute. Nur einmal schießen. Wenn ihr mehrmals schießt, kann es sein, dass ihr euch gegenseitig tötet. Was war das denn? Okay, Glückwunsch an Runny. Der jetzt an dieser Stelle das Rennen als erster beenden darf. So, und alle wieder in die Fahrzeuge. Und sobald Runny das Ziel überquert hat und als erster in das Ziel gefahren ist, darf der Rest überqueren. Mein Auto ist nicht mehr, da muss ich den Weg laufen. Joker. Digga, dann drück doch einfach Respawn. So, alle bitte losfahren und folgen. Aber keine leichte Pistole, das war's komplett. Alles nicht schlimm. So, alle mal das Rennen beenden. Ich warte hier natürlich bis zum Schluss, bis der letzte hier durchgefahren ist. So, bitte das Ziel überqueren. Ich will hier wirklich als letzter überqueren, Leute. Die letzten 10 Sekunden laufen jetzt. Digga, lass es doch einfach. So, okay. Ja, Simon, wir werden jetzt... also ich werde demnächst das andere Rennen fertig machen. Ich glaube, das wird dir sogar noch besser gefallen. Hat Spaß gemacht. Anuma hat mich gefreut, Digga. So, Leute. Also, an dieser Stelle will ich mich bei euch bedanken. War richtig geil, hat Spaß gemacht. Und wünsche euch jetzt allen noch eine gute Nacht. Und an Runny nochmal alles Gute, Digga. Unser neuer Drag King. Und guck mal, wie ehrenlos, wenn man hier einfach einen Dislike gibt. Das hatten wir auch in dem letzten Job gehabt. Fand ich echt schade, dass man sowas machen muss. Aber nun gut.
An dieser Stelle beende ich das Ganze. Ich danke euch fürs Mitmachen, Leute. Hat mega Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr seid morgen dann wieder dabei, wenn wir dann den Tuner King aussuchen werden. Ansonsten vielen lieben Dank nochmal. Haut rein, hab euch alle lieb. Euer Gorilla.